Ja, liebe Kommilitonen, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie hier heute auch an der letzten Veranstaltung unserer Studierendeninitiative Zukunftsfähige Landwirtschaft mit der gleichnamigen Veranstaltung Zukunftsfähige Landwirtschaft teilnehmen. Einmal hier vor Ort in der Universität Halle. Ich höre gerade, dass das Mikro nicht so laut ist. Besser? Es geht noch besser. So. Ja, mittlerweile liegen nun 6 Vorträge hinter uns, also mit der heutigen Veranstaltung 6 Vorträge. Wir hatten 3 spannende Kinoabende, eine Ausstellung, die jetzt auch bald zu Ende geht im Peißenshaus und parallel auch noch 4 Seminare mit unserer Seminargruppe, der ASQ-Gruppe. Und auch dank eurer und ihrer Teilnahme hatten wir wirklich sehr unterschiedliche Perspektiven gewinnen können auf die Herausforderungen und die Gestaltung der modernen und zukunftsfähigen Landwirtschaft. Und das war auch unser Ziel, dass wir hier einen Dialog erstellen können, bei dem wir Perspektiven diskutieren können, also diesen Dialog zu fördern, über Perspektiven zu diskutieren, über Landwirtschaft zu informieren und dabei auch am Ende kritische Meinungsbildung über Landwirtschaft zu fördern, ohne Meinungen vorzugeben. Dass wir dabei, was sehr hilfreich ist, aus unserer Sicht ein sehr breites Spektrum an Themen erreicht haben, zeigt uns neben viel Zuspruch und viel Besucherzahlen, die wir erreicht haben, nicht zuletzt auch die Kritik, der wir uns in letzter Zeit auch stellen durften. Denn mit Bezeichnungen über unsere Veranstaltung, wie wir würden Lobbyarbeit für ökologische Landwirtschaft machen, bis wir seien eine Propagandaveranstaltung für chemischen Pflanzenschutz, tut sich doch eine sehr weite Spannweite auf, die ja ungefähr so weit ist wie die Landwirtschaft selbst. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesen Grenzbetrachtungen, muss zukunftsfähige Landwirtschaft liegen. Vielleicht in der Mitte, vielleicht etwas daneben, aber für uns ist das ein guter Schnitt. So wollen wir auch heute mit dem Titel Freihandel stoppen, Fragezeichen nicht in Frage stellen, ob Kritik, ob Freihandel gestoppt werden sollte oder nicht, oder die Bürgerbewegung, die dahinter stehen, sondern vielmehr einladen, nach den Hintergründen und Zusammenhängen zu fragen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die eben dieses Engagement gegen TTIP, CETA oder TISA so notwendig machen. Auch wenn die Verhandlungen zu TTIP jetzt im Moment erst noch auf Eis liegen, sind sie nicht ganz vom Tisch. Heute hat ja auch der Parlamentarische Umweltausschuss der EU sein Votum für CETA gegeben mit einer sehr klaren Mehrheit. Und es auch noch eine große Anzahl an Handelsabkommen gibt, die jetzt nicht direkt zwischen der EU und anderen Ländern abgeschlossen werden, aber dennoch die EU auch betreffen. Haben wir heute 2 Experten eingeladen, die einmal die wissenschaftliche Perspektive auf Freihandelsabkommen geben können und einmal auch die Perspektive der praktizierenden Landwirtschaft. Zuerst dürfen wir begrüßen heute den Herrn Direktor und Professor Dr. Martin Banse. Er kommt aus Braunschweig vom Thünen-Institut und leitet dort das Fachinstitut Marktanalyse. Dieses Institut ist eines von 13 Fachinstituten, die seit 2008 als Bundesforschungsinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft arbeiten. Seit 2004 vertritt er auch außerdem den Lehrstuhl für landwirtschaftliche Marktlehre am Institut für Agrarökonomie der Georg-August-Universität in Göttingen. Als Vertreter der Landwirtschaft können wir heute Jochen Detmar begrüßen. Er hat nach seinem Studium der Agrarwissenschaften am Institut für Rurale Entwicklung auch der Universität Göttingen gearbeitet, ist unter anderem auch selbstständiger Landwirt in Belsdorf im Landkreis Börde, also sehr regional, mehrfach auch Bundesgeschäftsführer des Neuland e.V. gewesen, ehrenamtlicher Agrarsprecher des Bund für Umwelt und Naturschutz sowie seit 2015 auch als Berater für den Deutschen Tierschutzbund tätig.
Bevor wir jetzt mit den Vorträgen anfangen können, noch einen kleinen Hinweis. Wir haben Fragebögen wieder ausgeteilt, die erfassen sollen, wie wir Sie und euch am besten erreicht haben. Wenn ihr den am Ende noch kurz ausfüllen könntet, wären wir sehr dankbar und hier vorne abgebt. Der Ablauf der Veranstaltung wird so sein, dass wir jetzt diese beiden Vorträge hören, jeweils 40 Minuten. Wenn Verständnisfragen auftauchen sollten, bitte merken, im Anschluss haben wir dann genügend Zeit, 20 Minuten circa, die zu diskutieren und zu stellen. Ich wünsche uns einen erkenntnisreichen Abend und bitte dann Herrn Banse vorne ans Pult. Vielen Dank. Kommt. Die nächste Frage, ist das Mikro gut zu hören oder meine Stimme gut zu hören? Ich höre kein Murren und sehe kein Murren, selbst in der letzten Reihe wird genickt. Dann vielen Dank für das Feedback schon mal. Herr Wölker, vielen herzlichen Dank und auch an die anderen Mitinitiatoren dieser Initiative für die Einladung und für die Gelegenheit hier zu sprechen. Und ich muss ganz klar sagen, also wenn Sie solche Kritik, solche diverse Kritik zu dieser Veranstaltung, die in der Liste auch divers ist, bekommen, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich, damit ist eigentlich bewiesen, dass Sie ein ziemlich ausgewogenes Programm haben, wenn Sie diese beiden Kritikenden, einmal die Lobby in die Richtung und in die Richtung zu vertreten, dann kann ich nur sagen, mal gucken, was am Ende des heutigen Abends passiert, was dann für Kritiken kommt. Insofern bin ich mal gespannt. Ich habe mit Ihnen abgesprochen, dass ich zu diesem Thema Freihandel stoppen, Fragezeichen, das ist Fakt, ein klein wenig über die Fakten rede, jedenfalls die, soweit sie mir bekannt sind. Ich habe daher ein Thema gewählt, TTIP, aktueller Verhandlungsstand, Inhalte und mögliche Auswirkungen. Das TTIP-Abkommen Transatlantic Trade and Investment Partnership wird gegenwärtig heftig und intensiv und kontrovers diskutiert. Wir als Ressortforschungsinstitut des BMEL sind nicht in die Verhandlungen eingebunden. Wir haben auch keinen Zugang zu Dokumenten, die den aktuellen Verhandlungsstand zum Inhalt haben und beschreiben. Ich möchte mit meinem Vortrag mit Ihnen eine allgemeine Einschätzung zu TTIP und möglichen Folgen geben und einige Knackpunkte hinweisen. Als Akademiker kann ich natürlich nicht drum hin, erstmal nochmal einen Schritt zurück machen und zu sagen, was heißt eigentlich TTIP, wie sortiere ich das ein in die globalen Zusammenhänge, in das Gesamtkonzert von Politik und von Außenhandelspolitik und damit auch Agrarhandelspolitik. Ein paar Analysen zu ausgewählten TTIP-Aspekten möchte ich mit Ihnen behandeln und eine eher übergreifende Einschätzung zu möglichen TTIP-Folgen geben. Wenn wir uns anschauen, wie sich Agrarhandel entwickelt hat in den letzten knapp 60 Jahren, dann, und das in Bezug stellen zu der Entwicklung der Produktion, sehen Sie, dass sich die Produktion in Deutschland deutlich verändert hat. Sie sehen das gar nicht. Sie sehen das sowohl nicht für die gesamte Ackerkultur, als auch für die Tierhaltung, als auch für die gesamte landwirtschaftliche Ernährung, weil ich eine Skala wählen musste, die diese Produktionszuwächse in Deutschland in Indizes in Mengen gewichtet gar nicht darstellen lässt. Wenn wir uns aber anschauen, wie sich der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, der Agrarhandel mit landwirtschaftlichen Produkten in Deutschland in diesem Zeitablauf verändert hat und mit verarbeiteten Nahrungsmitteln, dann wird deutlich, welche wahnsinnige Rolle und welche große Bedeutung Handelsaktivitäten sowohl mit Agrarprodukten, also unverarbeiteten Produkten, als auch mit verarbeiteten Nahrungsmitteln in den letzten 5 Dekaden gespielt hat und welche Relevanz das hat. Und ich hoffe, der Laserpointer
funktioniert nicht. Aber Sie können sehen, dass diese Entwicklung im Grunde genommen in den 70er, 80er und 90er Jahren so ein permanentes Auf und Ab nahm mit der Entwicklung des Handels. Aber seit Beginn der Jahrtausendwende haben wir hier einen Zuwachs, der also diese dramatische Entwicklung hier besonders verdeutlicht. Wenn wir uns darüber hin im Klaren sind, welche globalen Herausforderungen wir im Agrarsektor in den nächsten 35 Jahren, so roundabout bis 2050 zu erleben haben, können wir erwarten, dass die Weltbevölkerung um ein gutes Drittel steigen wird, hauptsächlich im Bereich Asien, Afrika und Lateinamerika. Und wir können beobachten, dass wir eine Trend oder eine Veränderung haben, vor allen Dingen in der Einkommensverteilung. Wir haben das sind Vorausschätzungen der Weltbank, um 2030 zu erwarten, dass 5 Milliarden Menschen in einem mittleren Einkommensniveau einzugruppieren sind. Zurzeit sind es etwa 2 Milliarden Menschen. Und dieses mittlere Einkommensniveau ist ein besonders interessantes Spektrum, weil sich gerade in dieser Phase der Zuwachs und der Konsum an verarbeiteten Nahrungsmitteln besonders deutlich macht. Wir können erwarten, dass dieser Zuwachs an kaufkräftiger, sich dann im Agrarbereich niederschlagender Nachfrage vor allen Dingen in asiatischen Ländern ist. Gleichzeitig haben wir eine zunehmende Verstädterung. 70% der Weltbevölkerung erwarten wir und noch mehr in den nächsten 30 Jahren in den Städten. Und welche Folgen das für die Agrarproduktion bei einem Zuwachs von 35% in der Bevölkerung hat, können wir dann abmessen, dass in dieser Phase oder bis 2050 die FAO davon ausgeht, dass sich die landwirtschaftliche Produktion um 60% noch einmal steigern wird. Also Weltagrarmärkte liegen im Wandel. Wir haben große Herausforderungen an die globale Landwirtschaft bei zunehmend verknappter Ressourcenausstattung. Die Food Security-Frage wird immer deutlicher in den Vordergrund kommen. Aber wir haben auch in Europa und auch besonders in Deutschland es mit einer gewandelten Erwartung von Verbrauchern und Bürgerinnen und Bürgern an moderne Landwirtschaft zu erleben. Die Frage ist, wie können wir die Welt auch künftig noch ernähren? Und die Frage, welche Rolle hier europäische oder deutsche Landwirtschaft spielt, ist eine sehr relevante und auch eine relevante Frage, die bei der Frage steht, wie sollen wir unseren Agrarhandel, unseren Außenhandel und unsere Außenhandelspolitik künftig gestalten. Ich muss ein klein wenig auf detaillierte, ich glaube, das ist meine komplexe Grafik, hier eingehen. Sie sehen auf der senkrechten Achse den Grad der Marktpreisstützung. Die Frage in dieser Grafik ist, wie hat sich die gesamte Agrarstützung verändert und welchen Anteil hat da die Marktpreisstützung, also derjenige Teil, der international Handel am stärksten verzerrt. Und wenn man sagt, Ökonomen sollten sich darüber Gedanken machen, wie man Politik effizient gestalten sollte und ohne politische Maßnahmen in Frage zu stellen, dann muss man sich sagen, dann soll Politik so ausgestaltet sein, dass sie möglichst gering auf internationalen Handel wirkt, also Märkte gering nur verzerrt. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Politik, die sozusagen von auf diesem Schaubild rechts oben eine Situation nach links unten beschreibt oder von oben nach unten, eine Politik selbst bei gleicher Preisstützung, ich gucke mal, ob die Maus noch geht, ja, hier, also selbst bei gleicher Agrarstützung insgesamt, das wird hier auf der Psisse abgetragen, ohne dass hier dieses insgesamte Stützungsniveau sich verändert, aber eine Politik, die sich dann in diese Richtung verändert, hier besonders in Richtung weniger verzerrend wirkt. Also, wenn Sie sich die Europäische Union hier anguckt, das ist eine Studie der OECD, dann lag die in der Zeit 1986, 1988 bei diesem Niveau.
dann wird diese Untersuchung gestoppt und untersucht die Situation in der ungefähr der Jahrtausendwende. Und die Situation 2009 und 2011 kann man sagen, dass die Europäische Union ein klein wenig im Stützungsniveau zurückgefahren ist, also von ungefähr diesem Niveau auf dieses Niveau gefahren ist, aber gleichzeitig ihre Politik grundlegend geändert und umgekrempelt hat, weg von einer sehr stark preisgestaltenden, preisverzerrenden Politik hin zu einer Politik, in der dieser Anteil weniger eine Rolle spielt. Sie können sich mal anschauen, wie andere Länder hier in dieser Grafik sich verhalten haben in den letzten 30 Jahren. Und da wird deutlich, dass diese Politik nicht unbedingt in allen Regionen der Welt wird. Mit diesem Schaubild möchte ich sagen, Agrarpolitik insgesamt ist in dieser Zeit wesentlich weniger handelsverzerrend geworden. Wie haben sich in dieser Phase internationale Handelsabkommen, wie hat sich Handelspolitik entwickelt? Und Sie sehen hier eine Weltkarte, wobei Sie die einzelnen Länder nur als sozusagen Namen hier aufgeführt sind. Hier auf der linken Seite der Schaubild sehen Sie Kanada und die USA, hier unten Südamerika, hier ist Europa und dann geht das hier mit Afrika und Asien so weiter. Und Sie sehen, 1975 gab es im Grunde genommen zwei Regionen, die weltweit von regionalen Handelsabkommen stark geprägt waren. Das ist einmal der europäische Raum, bedingt durch die Europäische Union oder Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals noch genannt, und den lateinamerikanischen Raum mit intensiven bilateralen Handelsverflechtungen. Das hat sich geändert. In der nächsten Phase, also 20 Jahre später, sehen Sie, dass sich die vertraglichen Verflechtungen in Europa noch stärker verdichtet haben und vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent regionale Handelsabkommen besonders stark sich entwickelt haben und auch ein klein wenig sich im asiatischen Raum, also hier, sich erste regionale Handelsabkommen zu beobachten sind. Wenn wir die heutige Situation, und verzeihen Sie mir, dass ich das Jahr 2014 als die heutige Situation betrachten, dann sehen Sie, welche Vormachtstellung regionale Handelsabkommen, denn es gibt ja auch noch die multilateralen Handelsabkommen, die unter dem Dach der WTO verhandelt werden, welche Bedeutung diese regionalen Handelsabkommen in dieser Zeit gewonnen haben. Und sie haben im Grunde genommen inzwischen kaum eine bilaterale Beziehung weltweit, die nicht in irgendeiner Form mit regionalen Handelsabkommen in Beziehung steht, also keine Region. Eine extreme Explosion von Handelsmaßnahmen. Ein Schritt weiter direkt zur Sache. Worum geht es in TTIP? TTIP wäre ein regionales Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. In TTIP reden wir über die Senkung von Zöllen. Es geht um die Reduktion von nicht-tarifären Handelshemmnissen, also hier die technischen Standards und im Bereich Lebensmittelsicherheit. Es geht um die Marktöffnung für Investitionen und für öffentliche Vergaben. Generelles Ziel und Anliegen von TTIP ist, durch die Intensivierung von Handel und Investitionen, der Name TTIP steht ja sozusagen im I für Investition, das Schaffen von Wirtschaftswachstum zu beschleunigen und zu verstärken. Worüber wird verhandelt? Im Marktzugang gibt es drei Unterkapitel. Es gibt den Warenhandel und die Zölle. Das ist so das Standardkapitel, wenn wir über regionale Handelsabkommen reden. Ein weiterer Bereich, der neu ist, wir reden über den Marktzugang bei Dienstleistungen in der öffentlichen Beschaffung. Ein sehr umstrittener Punkt. Und es geht um Ursprungsregeln. Das ist sozusagen das eine Kapitel. Das zweite Kapitel, da geht es in der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, also horizontal über alle verschiedenen Produkte hinweg, nämlich die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen. Es geht um technische
Handelshemmnisse und es geht um Lebensmittelsicherheit und Tier- und Pflanzenschutzmaßnahmen. Das sind also sozusagen die horizontalen Kapitel, die gar nicht Produkt für Produkt verhandelt werden, sondern da geht es um diese Frage in diesem Kapitel 2. Dann gibt es bestimmte Industriezweige, die dann speziell in diesem Kapitel 2 in der Zusammenarbeit mit Regulierungsfragen wieder besondere Bedeutung haben. Und Sie sehen da schon, dass da an einigen Stellen sehr wohl agrarrelevante Unterkapitel sind, besonders 2.9 zu Pestiziden, hier ein extra Kapitel aufgeschlagen wird. Und dann geht es um Regeln. Wie sollen in Zukunft Streitschlichtungsverfahren geregelt werden? 3.5, ein Megathema, das auch durch die Presse geht. Es geht um Investitionsschutz und Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat. Also ein bunter Reigen, ein großes Konzert von verschiedenen Kapiteln, über die in TTIP verhandelt wird. Die Europäische Union hat im Laufe der TTIP-Verhandlungen gelernt, ich greife jetzt mal vor, und hat inzwischen im Vergleich zu anderen Handelsabkommen, über die verhandelt wird, denn es ist ja nicht das einzige Handelsabkommen, über das die Europäische Union zurzeit verhandelt, eine inzwischen intensive und so hohe Transparenz gewährleistet, dass sie den Amerikanern damit richtig auf den Geist gehen. Sie haben also zu den einzelnen Kapiteln inzwischen Briefings und Policy Briefs veröffentlicht, die den amerikanischen Verhandlungspartnern überhaupt nicht schmecken, so viel Details preiszugeben bzw. zu veröffentlichen. Das ist völlig neu. Sowas hat es in Verhandlungsrunden um regionale Abkommen, Sie haben ja gesehen, wie viel davon in den 75er und 95er Jahren die Europäische Union schon verhandelt hat, das hat es noch nicht gegeben. Und die Kommission ist hier auch im Laufe der TTIP-Verhandlungen wirklich einen weiten Schritt und einen weiten Weg gegangen, hier Möglichkeiten der Transparenz zu schaffen. Intransparent war das Verfahren allerdings von Anfang an, weil Ausgangspunkt für ein breites Verhandlungsmandat, das ist sozusagen zitiert hier von Beschlüssen des Europäischen Parlaments, es soll die Unterstützung, das Europäische Parlament hat Unterstützung für ein tiefgehendes und umfassendes Handels- und Investitionsabkommen mit den USA gegeben, also ein Mandat erteilt. Und die EU und die USA, mit den Umwelt-, den arbeitstechnischen Aspekten des Handels und der nachhaltigen Entwicklung befassen sollten. Aber weitgehende Geheimhaltung war auch gewährleistet und vom Europäischen Parlament mit bewilligt sozusagen. Es sollte eine Geheimhaltung von Verhandlungsinhalten geben, auch gegenüber den EU-Mitgliedstaaten und EU-Parlamentariern. Das war also von vornherein so festgelegt. Im Laufe der Zeit ist das allerdings richtig hochgekocht. Und die EU-Kommission, wenn ich mit Kollegen aus der Kommission rede, sagen die, das ist sozusagen diese Form der Öffnung, die wir dort betrieben haben, war für uns wirklich ein intensiver Lernprozess. Und diese Intransparenz, die ich hier als Mutter der Unsachlichkeit beschreibe, ist im Grunde genommen auch eine Grundlage für die gegenwärtige Situation, wenn wir über TTIP reden, dass wir im Grunde genommen aufgrund der Situation, dass wir über viele Details nicht Bescheid wissen und dass dieses zögerliche Öffnen von Kapiteln und Informationsbereitstellung hier im Grunde genommen, ich habe hier den Nährboden für Angst- und Horrorszenarien beschrieben, und dass im Grunde genommen die Diskussion sich dann sozusagen in diesen Horrorszenarien verwickelt hat und im Grunde genommen zu sehr polarisierenden Diskussionen geführt haben. Und wenn man sich überlegt, wie sich die Europäische Union aufgestellt hat und wie sich die Bundesregierung aufgestellt hat, dann fragt man sich manchmal, ist das eigentlich viel Lärm und nichts? Der Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat gesagt, unsere Standards sind nicht verhandelbar, wir bleiben eisern.
der Bundeswirtschaftsminister, wir werden dafür keine, also für TTIP, keine Schutzstandards preisgeben. Und Cecilia Malmström hat sich ähnlich geäußert, das Abkommen wird nicht den europäischen Markt für genmanipulierte Lebensmittel aus den USA öffnen. Dafür, das gilt auch für Hormonfleisch. Also wenn man sich diese Stellungnahmen, die eigentlich ziemlich deutlich und klar sind, sich vorgegeben, dann könnte man sich zurücklehnen und sagen, ja, dann schauen wir denen mal auf die Finger und passen auf, dass sie das auch nicht überschreiten, diese roten Linien, die sich die Politiker hier selber gezogen haben. Und kann man eigentlich sagen, dann braucht man nicht irgendwie mit 250.000 Menschen zu demonstrieren. Aber die Frage ist, überschreiten sie diese rote Linie? Und das ist die große Frage bei der gegenwärtigen Situation. Also die TTIP unfair handelbar oder confidential top secrets Buttons, die hier überall zu sehen ist, dominieren im Grunde genommen die Situation. Und der aktuelle Stand und die zukünftigen Verhandlungen bei dem absehbaren neuen Präsidenten Trump, der so zitiert wird mit TTIP negotiations are likely to be frozen for years, kann man sagen, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit der gegenwärtigen Diskussion und Runde. Ich möchte mit Ihnen jetzt ein paar Punkte herausgreifen, die aus meiner Sicht besonders relevant sind. Ein Punkt, Verbraucherschutz. Beide Seiten bewerten Verbraucherschutz. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in den USA waren und sich mal die Verpackungsgestaltungen angeschaut haben. Beide Regionen, sozusagen nenne ich die jetzt mal, die USA und die EU, bewerten Verbraucherschutz sehr, sehr hoch. Vielleicht nirgendwo in der Welt höher als in diesen beiden Regionen. Ich möchte das jetzt hier nicht übertreiben, aber da gibt es natürlich noch ein paar andere Länder wie Kanada und die Australien und Japan. Aber in beiden Regionen hat Verbraucherschutz einen sehr hohen Stellenwert. Aber mit völlig unterschiedlicher Instrumentierung. In der EU gilt das Vorsichtsprinzip, in den USA gilt das Nachsorgeprinzip. Wir orientieren uns entlang der Kette, im Grunde genommen from farm to fork, fragen wir uns zur Einhaltung von Hygienestandards und anderen Punkten. In den USA, ich habe hier bewusst das Standardzitat mit dem Chlorhühnchen gebracht, da wird geguckt, gilt für das Endprodukt ein bestimmter Hygienestandard, ja oder nein? Und wenn nein, dann muss man da etwaige weitere hygienische Behandlung machen. In Europa gelten neben den harten Faktoren für Lebensmittelstandards gesellschaftliche, ethische und andere Größen, die hier mit in das Regelwerk im Bereich Nahrungsmittel mit einfließen. Das gilt in den USA nicht. Und wir haben die Risikobewertung hier bei staatlichen Einrichtungen in Europa und bei überwiegend privaten Einrichtungen in den USA. Also Sie sehen, der Teufel steckt hier im Details, ohne den Amerikanern oder den US-Amerikanern zu unterstellen, dass sie hiermit nicht einen hohen Standard an Lebensmittel- oder Verbraucherschutz gewährleisten. Nächster Punkt, Investitionsschutz. Grundlage dessen, völkerrechtliche Verträge. Im Grunde genommen will man die Möglichkeit schaffen, bestehende Investitionen vor staatlichen Zugriffen zu schützen. Ursprünglich war das konzipiert bei dem Verhältnis von Volkswirtschaften mit unterschiedlich stark ausgeprägten Rechtssystemen. Übrigens, der ersten Investitionsschutzabkommen, die überhaupt geschlossen wurden, sind von der Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jahren mit Pakistan abgeschlossen worden, um deutschen Investoren in Pakistan sozusagen einen Investitionsschutz zu gewährleisten, denn sie hätten sonst ohne dieses Investitionsschutzabkommen dort nie investiert. Also Hintergedanken von Investitionsschutz, die Investitionsförderung, Schutz der Investoren vor Willkür. Kontra, was ist eigentlich mit Investitionsschutz bei Ländern und Regionen mit funktionierenden Rechtssystemen? Brauchen wir dieses Instrument überhaupt noch? Denn in beiden Ländern ist der Zugang zu Rechtsinstrumenten, wenn sich ein Investor in irgendeiner Form bedroht fühlt, bei funktionierenden Rechtssystemen gibt es einen Rechtsstaat, da geht man durch die Institutionen durch und ruft Gerichte an.
Also muss man sich hier die Frage stellen, ist Investitionsschutz hier eine Umgehung von staatlicher Gerichtsbarkeit? Und wir können hier noch lange drüber diskutieren und vielleicht haben Sie da auch noch Fragen, aber das sind so einige Punkte, die ich hier nur kurz aufgreifen will. Deutschland hat hier, sehen Sie, 130 Abkommen inzwischen geschlossen. Also Deutschland ist Führer, was Investitionsschutzabkommen, und ich habe hier gesagt 1959 das erste Abkommen mit Pakistan. Die Frage, brauchen wir Schiedsgerichte für den Investitionsschutz, habe ich im Grunde genommen mit meinen Anmerkungen eben schon gegeben, nämlich eigentlich brauchen wir die nicht in Regionen, wenn zwei Regionen mit funktionierenden Rechtssystemen hier in solche Verhandlungen gehen. Ich möchte kurz noch mal auf den Agrarhandel eingehen und die Folgen von TTIP. Wenn wir uns anschauen, wo eigentlich seit 1960 Agrarproduktion und Agrarkonsum im großen Umfang sich entwickelt haben, Sie sehen das hier mit diesen Kreisen, die ich hier aufgezeichnet habe, die dunklen Kreise, das ist immer die Situation in etwa heute, orange und hellgelb für Konsum, blau und hellblau für Produktion, sehen Sie das richtig? Aktion sozusagen in dieser Dekade, in diesen 50 Jahren oder fast 60 Jahren im asiatischen Raum passiert ist, was die Entwicklung von Konsum angeht, aber auch was die Entwicklung von Produktion angeht. Wo es besonders interessant wird, ist im südamerikanischen Raum. Hier haben wir eine sehr dynamische Entwicklung von Produktion gegenüber der Entwicklung des Konsums geführt. Also, um nochmal zu sagen, welche Auswirkungen hat das auf den Handel? Diese beiden Schaubilder sollen ausdrücken, wie sich die Nettohandelssituation im asiatischen Bereich in den 60er Jahren und in den 2000er Jahren entwickelt hat. Aus einem kleinen Nettoimporteur wurde der weltweit größte Nettoimporteur an Agrarprodukten. Australien und Neuseeland sind nach wie vor Nettoexporteure, also diese positiv hängenden Balken, stehenden Balken drücken Nettoexporte aus. Die nach unten gerichteten Balken Nettoimportsituation. China hat sich von einem leichten Nettoexporteur zu einem Nettoimporteur entwickelt, was in der positiven Entwicklung in Asien in Richtung Nettoimporte war. Er hat sich im südamerikanischen Raum in Richtung Nettoexporte, keine Region der Welt ist so stark gewachsen in den Exporten, in den Agrarausfuhren wie der lateinamerikanische Raum. Und die USA und Nordamerika sind hier relativ stabil geblieben. Wenn wir uns über die Handels- und Produktionswirkungen möglichen von TTIP Gedanken machen, müssen wir uns einmal überlegen, wie sind die Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zu beurteilen? Also welche Veränderungen werden sich im Handel zwischen den USA und Deutschland oder Europa ergeben? Und wie verändert sich die Agrar- und die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland und der EU unter einem solchen Abkommen? Ich muss mal kurz ein wenig schmieren. Also, wie sieht der Agrarhandel mit der Europäischen Union, mit den USA eigentlich aus? Hier habe ich eine zugegebenermaßen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich hier nichts Aktuelleres gefunden habe. Das letzte Jahr ist 2013. Aber was Sie sehen, ist, dass Sie, wenn Sie hier die Nullerlinie haben, alles, was da drunter ist, sind Importe verschiedener Agrar- und Nahrungsmittelgruppen. Und alles, was über dieser Nullerlinie sind, sind Exporte der Europäischen Union in die USA. Eine rote Linie, die zieht sich hier über 10 Jahre immer so um 5 Milliarden Euro hindurch, ist die positive Handelsbilanz Europas oder der EU gegenüber den USA. Also wir haben in allen Jahren in dieser Phase einen positiven Handelssaldo im Agrar- und Nahrungsmittelhandel mit den USA. Wenn Sie sich das hier ein klein wenig differenzierter betrachten, gilt das nicht für agrarische Rohprodukte, die hier in dieser englischsprachigen Grafik als Commodities bezeichnet sind. Das sind also die Agrarrohprodukte, die unverarbeiteten Produkte. Hier sind wir im Defizit mit den USA, aber die Final Products, also die hochverarbeiteten Agrar- und Nahrungsmittelprodukte, haben hier einen Zugewinn in den letzten Jahren gewonnen, der diese 5 Milliarden
Plus sozusagen, um es mal platt auszudrücken, erklärbar machen. Also in dieser Hinsicht exportieren wir viel mehr hochverarbeitete Nahrungsmittel, wir in diesem Fall die Europäische Union, in die USA als umgekehrt. Wie sieht das in Deutschland aus? Hat mich auch überrascht. Wir haben einen ziemlich ausgewogenen Handel mit den USA. Wenn wir Agrarprodukte und Nahrungsmittel zusammen betrachten, von den USA nach Deutschland werden ungefähr 1,7 Milliarden Euro Agrar- und Nahrungsmittel exportiert und in umgekehrter Richtung für 1,6 Milliarden aus Deutschland in die USA ausgeführt. Hier sind es hauptsächlich Milcherzeugnisse und die einen besonders wichtigen Aspekt ausmachen, aber auch Ölfrüchte. Wenn Sie sich wundern, warum Deutschland so viel Kaffee in die USA exportiert, ist das die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sehr wichtiger Kaffeeexporteur ist an geröstetem Kaffee. Nirgendwo in Europa wird so viel Kaffee exportiert wie aus Deutschland, nämlich so viel Rohkaffee rein und so viel gerösteter Kaffee raus, unter anderem in die USA. Aber man muss dazu sagen, Agrarprodukte spielen in diesem ganzen Konzert von Ausfuhren in die USA kaum eine Rolle. Ich greife jetzt mal wieder zur Maus hier. Sie sehen für, und wir schauen uns jetzt einfach mal die orangefarbenen Grafiken an, diese Bedeutung von verarbeiteten Lebensmitteln und primären Agrarprodukten machen nur einen ganz geringen Anteil am gesamten Handelswert der Bundesrepublik in Richtung USA aus. Überwiegend Industrieprodukte und auch als ganz wichtigen Teil Dienstleistungen, die hier den Anteil am gesamten Handelswert dominieren. Also wenn Sie sich anschauen, in welchen Bereichen besonders große Interessen Deutschlands in Exporte in die USA liegen, liegen die nicht unbedingt in verarbeiteten Kaffee und gerösteten Kaffee, sondern die liegen in Industrieprodukten und in Dienstleistungen. Das Gleiche gilt auch für die Europäische Union. Schauen wir uns noch mal ein bisschen die Politik an. Wie ist eigentlich zurzeit, denn in TTIP geht es ja auch um die Absenkung von Zöllen, wie ist eigentlich hier die Situation zu beurteilen? Wenn man über Zölle redet, muss man immer über zwei Dinge reden. Sind es die Zölle, die zulässig sind, laut WTO, oder sind es die Zölle, die gerade angewandt sind, die in Listen publiziert werden und hier de facto implementiert werden. Sie sehen das als schönes Beispiel in dem ersten Diagramm, also die blauen sind hellblau, dunkelblau, immer für die Europäische Union und die grünen, hellgrün und dunkelgrün für die EU im bilateralen Handel. Und Sie sehen, Weizen könnte aus den USA in Europa mit über 40% besteuert werden, also mit einem Zoll belegt werden, tut die EU nicht, da ist nur ein geringer Zoll drauf. Der angewandte Zoll liegt hier bei ungefähr 12 oder 13%. Und Sie sehen, dass für viele Agrarprodukte diese grünen Säulen, egal ob nun angewandt, hellgrün gegenüber hellblau oder dunkelgrün gegenüber dunkelblau, die Zölle im Agrarbereich der USA mit der Europäischen Union deutlich geringer sind. Es gibt kein Produkt, wo das umgekehrt ist. Und hier vor allen Dingen im Bereich Rindfleisch haben wir und im Bereich Zucker haben wir sehr, sehr hohe Zölle, die wir auch anwenden gegenüber den USA. Und wir haben nur im geringen Umfang in umgekehrter Richtung Zölle für Ausfuhren aus Deutschland, aus Europa in die EU, in die USA. Wenn wir jetzt diese Zölle abschaffen, erwarten wir Effekte. Und diese Effekte sind sehr gering. Ich sage das jetzt gleich, weil auf der einen Seite stehen hier zwar ein Haufen Produkte, die wir betrachten, und wir wollen uns die Situation vergegenwärtigen, was passiert unter Abschaffung dieser Zölle mit den produzierten Mengen in der Europäischen Union. In einer Referenzsituation Zölle wie bisher, und zwar nur mit den USA. Und Sie sehen eigentlich eine minus 1,5 und plus 1,5 Grafik, dass hier die Effekte auf die Produktion in Europa durch eine bloße Liberalisierung im Bereich Zölle verschwindend und ich würde mal sagen
Entschuldigung, das mögen mir die Weizenerzeuger hier verzeihen, im nur geringen Umfang zu erwarten sind. Bei einigen Produkten haben wir sogar eine leichte Steigerung, bei Milch und Milchprodukten. Aber Zölle, der Abbau von Zöllen nur, spielt kaum eine Rolle. Und wenn wir, und das möchte ich hier nochmal betonen, diese sehr geringen Effekte. Wir untersuchen zurzeit die Auswirkungen des Mercosur-Handelsabkommens für die Bundesregierung und ich kann Ihnen versprechen, da sind ganz andere Effekte für bestimmte Agrarprodukte zu erwarten, wenn Europa oder die Europäische Union und die Mercosur-Region hier gegenseitig den Handel liberalisiert. Meine Kollegin Frau Brockmeier hat mit einer Doktorandin die anderen Effekte auch noch mal untersucht, nämlich was passiert, wenn neben den Zöllen auch die nicht tarifären Handelshemmnisse wie Standards und weitere Bereiche liberalisiert werden. Hier geht es darum, was passiert, wenn Zölle hier in diesen roten Säulen oder orangefarbenen Säulen abgebaut sind und wenn sich nicht tarifäre Handelsmaßnahmen ebenfalls liberalisieren. Den größten Verlust, wenn man so sagen will, wenn man das in Anführungsstrichen Verlust, also den deutlichsten Effekt im Handel, sind hier bei Obst und Gemüse zu erwarten, wo die Standards besonders gravierend den Handel begrenzen, den gegenwärtigen Handel. Aber wir können auch bei Milchprodukten, durch den Abbau von Zöllen und den Abbau nicht tarifärer Handelsmaßnahmen mit einem Zugewinn an Handel hier seitens der Europäischen Union gegenüber den USA rechnen. Wie sieht das the other way around aus? Was passiert mit der US-Handelsbilanz in diesem Maße? Da steigt natürlich der Effekt, schlägt hier besonders zu Buche. Der Außenhandel mit Obst und Gemüse ist hier besonders betroffen bei diesen nicht tarifären Handelsmaßnahmen. Und was uns sehr erstaunt hat in dieser Untersuchung, die Exporte von Schweine- und Geflügelfleisch in die Europäische Union, also die Ausfuhren der USA, steigen hier besonders. Also besonders im Fleischbereich gelten hier die Effekte bei Rindfleisch und bei Geflügelfleisch auf der Zolllinie. Allerdings haben wir hier auch zu beobachten, dass die nicht tarifären Handelshemmnisse im Bereich Rindfleisch und Schweine- und Geflügelfleisch auch in den USA eher negative Effekte haben. Ich komme zu meinem Ende. Ich habe Ihnen, glaube ich, deutlich gemacht, dass Deutschland intensiv in den internationalen Agrarhandel eingebunden ist und sich hier auch in den letzten Jahren, denken Sie an die erste Schaubild mit dem besonders starken Anstieg seit Anfang der 2000er, im Zuge der Liberalisierung gut behauptet hat. Wenn die Weltagrarwirtschaft weiterhin stark wächst, und das können wir erwarten durch diesen starken Nachfrageschub, bleibt Deutschlands Ackerbau aus unserer Sicht insgesamt wettbewerbsfähig. Mehr Fragezeichen gibt es zurzeit bei der Nutztierhaltung. Im transatlantischen Handel spielen Agrar- und Ernährungsgüter im Vergleich zu anderen Warengruppen, hier aggregiert dargestellt die Industrieprodukte und die Dienstleistungen, eine eher geringfügige Rolle. Zollabbau innerhalb des Freihandelsabkommens, also innerhalb von TTIP, führt aus unserer Sicht nur zu geringen Produktionsverlagerungen. Wenn die Standards fielen, also die nicht tarifären Maßnahmen, würde vor allen Dingen Rindfleisch und Geflügelfleisch betroffen sein. Auf Gentechnik bin ich hier in meinem und den Handel mit GVO-Produkten bin ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht weiter eingehen, können wir in der Diskussion aber gerne nochmal darauf zurückkommen. Aus meiner Sicht muss man betonen, dass TTIP nur ein regionales Freihandelsabkommen ist, das zurzeit verhandelt wird. Zurzeit sind mehr als 15 weitere regionale Abkommen der Europäischen Union in der Verhandlung. Ein verbesserter Marktzugang bei regionalen Handelsabkommen ist immer ein wichtiges, oder ein verbesserter Marktzugang bei Handelsliberalisierung ist immer ein sehr wichtiges Element der international in der allgemeinen Handelspolitik und insbesondere der Agrarhandelspolitik. Und neben den tarifären, also den Zöllen, werden nicht tarifäre Maßnahmen immer wichtiger. Handelspolitik, das ist sozusagen die Kehrseite dieser nicht tarifären Maßnahmen, wird damit auch immer intransparenter.
Zukünftige Ausgestaltung von Agrarhandelspolitik steht hier aus meiner Sicht vor allen Dingen zurzeit auf einem Scheideweg. Multilaterale Ansätze in der WTO, war nicht Thema von heute, sind im Grunde genommen zum Erliegen gekommen. Die WTO-Verhandlungen treten seit über einem Jahrzehnt stoppen. Muss ich konstatieren, im Agrarhandel haben wir noch lange keinen Freihandel. Also wir haben keine Situation, wo wir im internationalen Handelsgeschehen eigentlich von Freihandel reden können. Aber wir müssen darüber uns unterhalten und diskutieren. Und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, wie wir internationalen Handel ausgestalten wollen und weiter gestalten wollen. Unter der Maßgabe der Anwendung von tarifären und nicht tarifären Maßnahmen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Bei weiteren Informationsbedarf haben Sie hier meine E-Mail-Adresse und die Website des Thünen-Instituts für Marktanalyse, und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, Herr Völker, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schon ewig her, dass ich nur wieder einen Vorlesungssaal betreten habe. Ich habe selber Landwirtschaft studiert, Agrarökonomie in Göttingen von 1979 bis 1986. Das ist schon in grauer Vorzeit. Aber die Diskussionen, die wir damals geführt haben, waren gar nicht so groß anders wie die, die wir heute führen. Also das auch als Indiz, wie schnell gesellschaftliche Prozesse oder Diskussionen gehen oder wie langsam sie gehen. Ich selber war auch damals in einer studentischen Initiative, wo wir für Göttingen einen Lehrstuhl für ökologischen Landbau einfordern wollten. Wir hatten ja das Vorbild von Witzenhausen, damals Professor Vogtmann, der die Fragen des ökologischen Landbaus überhaupt mal wissenschaftlich aufgebracht hat. Und die Universität Göttingen war eigentlich ganz anders gestrickt. Und dann haben wir auch so eine Vorlesungsreihe organisiert. Von daher finde ich das gut und toll, dass jetzt im zweiten Jahr so eine Studenteninitiative das in die Hand nimmt. Das, was offensichtlich im Lehrplan nicht ausreichend diskutiert wird, in einem anderen Ort intensiver zu diskutieren. Und genau das haben wir auch gemacht damals in Göttingen. Und aus dieser Gruppe ist denn der Leiter des Thünen-Instituts, der damals auch sehr intensiv, Professor Isermeier jetzt, der drei Semester vor mir war, herausgewachsen. Und Martin Scheele sitzt jetzt in der Kommission, ist dort Vordenker der Agrarreform. Also man kann denn schon was bewegen. Deswegen, ich will Sie motivieren, weitermachen. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie an den Themen. Die werden in den nächsten Jahrzehnten genauso noch aktuell sein. Wir werden die Probleme leider nicht lösen. Ja, zu meiner Funktion. Ja, ich will das nicht zu pessimistisch sein, aber der Fortschritt ist eine Schnecke. Das muss man wissen. Aber trotzdem haben wir viel Erfolge mittlerweile zumindest in der Diskussion erreicht. Neuland ist ein Programm, was vor 26, 27 Jahren angefangen haben, die Fragen der Tierhaltung intensiv zu diskutieren. Auch damals hatten wir in Westdeutschland die Frage einer Veredelungsregion, Cloppenburg-Vechta, mit intensiven Schweinehaltung, mit intensiver Geflügelhaltung, mit Umweltproblemen und in auch der Frage, was heißt das eigentlich für bäuerliche Landwirtschaft, für Kleinbetriebe, wie entwickelt sich das weiter? Und wir sind damals belächelt worden mit einem Programm, was auf dem Markt Tierhaltung anders definiert hat, wie es die herrschende Produktionsweise gesehen hat, nämlich nach Grundsätzen, die für die Tiere wichtig sind, die für den Landwirt, für den Bauern machbar sind. Und mittlerweile haben wir eine Diskussion erreicht, wo das Bundesministerium eine staatliche Tierschutzkennzeichnung nächste Woche in Donnerstag in Berlin vorstellen wird. Auch das ist ein Resultat einer politischen Diskussion. Wir waren mit Neuland Vorreiter einer Tierhaltungskennzeichnung, die jetzt mittlerweile Regierungsprogramm wird. Also einzelne Aspekte kann man dann schon erreichen. Ich selber komme aus dem Landkreis Börde. Wir haben dort nach der Wende unseren Hof wiedergekriegt. Meine Familie hat da schon seit Mittelalter Landwirtschaft betrieben. Meine Eltern sind vor der Kollektivierung in den Westen gegangen.
die andere Hälfte der Verwandtschaft mit Oma ist da geblieben, also ich bin ein Produkt einer deutsch-deutschen Familiengeschichte. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, weil der Hof noch 1989-90 vorhanden war, wieder zurückzugehen. Ich habe den dann dort aufgebaut, lebe da mit meiner Familie. Meine Töchter sind mittlerweile in ihrem Alter, studieren aber woanders. Und zeigt sich immer wieder, wie wichtig das eigentlich ist, Politik mit der Praxis zu verbinden. Und das ist für mich auch persönlich wichtig in dem Engagement, in den Organisationen, in denen ich tätig bin, nicht zu ideologisieren, sondern aus der Praxis heraus zu überlegen, was können wir machen, wo können wir Veränderungen beikriegen, wo kriegen wir auch Allianzen. Und deswegen bin ich beim BUND Agrarsprecher, ehrenamtlich. Der BUND ist einer der größten Umwelt- und Naturschutzorganisationen Deutschlands mit knapp 500.000 Mitgliedern. Zählt nicht nur Schmetterlinge, sondern sieht seine Aufgabe als politischer Ratgeber, um Analysen und Veränderungen herbeizuführen, und die Landwirtschaft spielt für den BUND eine große, wichtige Rolle. Zweiter Verband, für den ich jetzt auch beratend tätig bin, ist der Deutsche Tierschutzbund, der seit etlichen Jahren ein eigenes Tierschutzlabel auf den Markt gebracht hat, auch ungewöhnlich für eine Tierschutzorganisation, die eigentlich sich überwiegend mit Tierheimen, mit Hunden und Katzen beschäftigt, zu sagen, wir definieren mal auch Tierhaltung und diskutieren mit der Branche. Und die Branche heißt im Wesentlichen, und da bin ich selber involviert, mit vielen Gesprächen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, was sehr spannend ist, was auch den Blick aus der Landwirtschaft erweitert, mal mit dem Handel zu diskutieren, über deren Probleme, über deren Wahrnehmung von Landwirtschaft, deren Wahrnehmung, wie man landwirtschaftliche Produkte anbieten muss oder kann und wo Probleme liegen. Und Sie können das der Presse entnehmen, auch die Großen fangen jetzt an, in ihre Sortimente tierschutzgelabelte Produkte zu nehmen. Aldi mit Molkereiprodukten, das ist jetzt sozusagen das Neueste, was auf der Grünen Woche nächste Woche vorgestellt wird. Also von daher fühle ich mich eigentlich da ganz wohl, und nebenbei mache ich meine Landwirtschaft hier mit bunten Bentheimern, versuche eine Direktvermarktung aufzubauen, weil ich meine, dass dieser Bereich ein Riesenpotenzial noch bringt. Wir haben in Deutschland mittlerweile einen Marktanteil, vielleicht hat Herr Banse neue Zahlen, aber meiner sind 6% in der Produktion, Österreich hat 16%. Und ich glaube schon, dass wir hier noch ein Riesenpotenzial auch an Wertschöpfung haben. Aber da gibt es so viel, das erlebt man wieder selber, an Hemmnissen, die zu überwinden werden müssen, wenn Sie einen Eierprintraum, wenn Sie einen Verarbeitungsraum machen wollen, wenn Sie mit dem Landkreis verhandeln müssen, eine Baugenehmigung einholen müssen für eine Umnutzung eines Raums, dann wissen Sie, was eine Landesbauordnung ist und wie man denn damit umzugehen hat. Also auch ein großer Bereich Marktzugangsbarrieren, so wird man es wissenschaftlich benennen, mal zu analysieren, zu ändern. So, nun zum Thema. Sie haben ja jetzt einen schönen wissenschaftlichen Vortrag gehört über TTIP insbesondere. Unser Thema, finde ich, ist aber breiter aufgestellt, das heißt Freihandel, Handel als solcher. Ich habe jetzt das Problem, Ihnen in wirklich einer kurzen Zeit meine Sicht der Dinge mal darzustellen, wohl wissentlich, dass man eigentlich nach 45 Minuten eine Pause machen müsste. Die haben wir aber hier nicht vorgesehen, sondern wir wollen ja dann diskutieren. Also versuche ich jetzt ein bisschen die Zeit aufzuholen und habe meinen Vortrag so aufgebaut, dass es mir erstmal darum geht, vielleicht kriegen wir da Einvernehmen, was haben wir für Herausforderungen, Probleme zu bewerkstelligen, wie sieht das mit dem Freihandel aus, was hat der für eine Rolle oder in den Ideen oder in dem Theoriegebilde, warum machen wir das, warum diskutieren wir überhaupt darüber? Ja, und dann natürlich die Frage, die ja uns gegeben ist, Freihandel stoppen, ja oder nein? Die Antwort wollen Sie ja haben, die werde ich Ihnen noch gerne geben. Nun zu den Herausforderungen. Da könnte man jetzt eine Vorlesungsreihe im Prinzip daraus machen, aus allen einzelnen Punkten, die mittlerweile wissenschaftlich eigentlich hinreichend belegt, diskutiert sind. Biodiversität gibt es ein Bundesamt für Naturschutz, es gibt ein Umweltbundesamt, es gibt zig Untersuchungen, die Ihnen auch europaweit darstellen, wie die Artensituation sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dramatisch verschlechtert hat. In vielen Bereichen auch Leitarten
Vögeln, Käfern und, und. Also auch das ist ein Thema für sich. Klimaschutz natürlich in aller Munde, eine Herausforderung, die Rolle der Landwirtschaft, bis hin zu der Frage, ist die Kuh der Klimakiller? Laden Sie mal Anita Idel ein, die kann Ihnen das wunderbar erläutern, wie das geht, hat ein schönes Buch dazu geschrieben. Tierschutz, ich habe es vorhin angekündigt, ist in politischer Munde überall das Thema. Wie ändern wir was? Und Herr Professor von Borell, wir kennen uns ja lange, Sie sind ja mittendrin im Geschehen, in dieser Diskussion. Gott sei Dank, dass da auch von der Uni Halle da mitgemischt wird. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Da sind wir eigentlich in den Vorschlägen, was wir machen wollen, am weitesten. Wasserschutz, auch ganz aktuell. Jetzt, wer heute die Zeitung gelesen hat, jetzt hat man sich geeinigt über eine Düngeverordnung, die überfällig ist. Die Situation, und das war ja der Nitratbericht des Bundesumweltministeriums vor ein paar Tagen, ist dramatisch. Es ist ja nicht so, als alles in Ordnung ist. Wir haben natürlich reines Trinkwasser, aber weil verschnitten wird. Die Situation, sprechen Sie mit den Wasserwerklern, ist dramatisch. In Ostdeutschland weniger dramatisch als im West. Es gibt da regionale Unterschiede, aber im Grundsatz ist es dramatisch. Wir haben hohe Anforderungen nachhaltige Bioenergie. Welchen Anteil soll die Landwirtschaft für eine Energiewende leisten? Irgendwo muss ja die Energie her, wenn wir irgendwann auf Erdöl verzichten wollen. Und wenn die Grünen ab 2030 da schon wollen, dann muss das ja irgendwo herkommen. Also auch im Bereich der Landwirtschaft. Dann natürlich die ländliche Entwicklung. Demografischer Wandel als Stichwort, was passiert mit den Dörfern, der Lebensraum, welche Rolle spielt die Landwirtschaft dabei? Ja, dann haben wir Märkte mit zunehmender Volatilität, dramatisch der Milchmarkt, Sie haben es alle mitgekriegt. Wer kann sich da noch drauf einstellen? Eine sehr problematische Situation, die Schweinemärkte sind oder Schweinefleischmärkte sind nicht anders. Und dann haben wir natürlich immer auch die Diskussion der Ernährungssicherung und der Ernährungssouveränität der Länder des Südens. Natürlich, auch das hat ja hier in der Vorlesungsreihe schon eine Rolle gespielt. Und irgendwo habe ich da drunten den Weltagrarbericht gesehen, der ja da wirklich auch interessante Analysen und Vorschläge macht, was die Welternährungssituation angeht und welche Rolle wir da spielen können. Das alleine wären schon Themen genug, die kann ich jetzt im Einzelnen nicht noch näher erläutern, aber sie hängen alle miteinander zusammen. Und wenn wir über Freihandel reden, dann müssen wir immer im Hintergrund haben, kann der Freihandel einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme, dieser Herausforderungen lösen oder welche Lösung brauchen wir überhaupt, um diese Probleme zu finden? Das ist für mich eine wichtige Fragestellung, warum ich mich selber persönlich engagiere und warum, denke ich, auch mittlerweile die Politik oder auch alle Parteien sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das kann ich jetzt schnell machen, das sind auch alte Folien, Sie kennen das alles, Stickstoffüberschuss, Artenvielfalt, das kann man nachlesen. Aber diese Folie, die muss ich Ihnen noch erklären, weil bei Professor Köhne habe ich ja selber Betriebswirtschaft in Göttingen gehört, er ist ja leider nun verstorben. Das, was er da gesagt hat, zu anlässlich einer Feierstunde in Göttingen, ich weiß nicht, wann so, ob Sie dabei waren, das hat mich schon beeindruckt, weil eigentlich würde das sonst nur eine NGO sagen, ein Umweltverband. Aber aus seinem wissenschaftlichen Munde kam, also die Entwicklung in der Landwirtschaft haben zu einer starken Steigerung der ökonomischen Effizienz geführt. Sie werden abgeschwächt weiterlaufen. Also wir haben eine unheimlich hohe einzelbetriebliche Effizienz, die also auch beispielhaft ist. Diese Entwicklungen waren allerdings mit gewissen Kollateralschäden verbunden. Wenn ich sowas sage, dann werde ich verprügelt. Aber Professor Köhne hat das, denke ich, gut auf den Punkt gebracht. Eben Emissionen in Böden, Gewässer in der Luft, Abnahme der Biodiversität, teils auch Beeinträchtigung der Landschaften durch Bauten und einseitigen Anbau, Bodengefährdung durch Druck und Erosion sowie Probleme in der Tierproduktion wie regionale Dichte, nicht optimaler Handlungsverfahren, Haltungsverfahren, Medikamenteneinsatz und teils Beeinträchtigung der Produktqualitäten. Besser hätte man eine Analyse nicht machen können. Und das zeigt eigentlich, dass nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Wissenschaft mittlerweile vor einem Paradigmenwechsel steht, nämlich die Ziele, die jahrzehntelang gepredigt worden sind, einzelbetriebliche Effizienz, zu hinterfragen, inwieweit sie einen Beitrag zur Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme leisten kann. So, in der Tierhaltung
habe ich das nochmal ein bisschen näher dargestellt. Sie kennen alle die Leistungsprobleme, die wir haben, was die Tiergesundheit angeht. Die DAFA hat genug Papiere geschrieben, können Sie alles nachlesen. Ich selber arbeite im niedersächsischen Tierschutzplan mit, wo wir in vielen Arbeitsgruppen versuchen, die Probleme zu lösen und natürlich das Gutachten des wissenschaftlichen Beirates vom letzten Jahr zur Tierhaltung im Prinzip neben der Empfehlung auch eine saubere Analyse gemacht haben, wo die Probleme liegen. Im Wesentlichen, ich habe es nochmal zusammengeführt, in den Haltungsanforderungen, das heißt, also ist das noch zeitgemäß, Käfighaltung Gott sei Dank nicht mehr, aber wir haben auch die Diskussion noch über Anbindung und wir haben natürlich auch Aufstellungssysteme, die Tierschutzprobleme bringen. Eingriffe am Tier, aktuelle Diskussion, Kastration bzw. Kopieren von Schwänzen, Schwebeln, aber auch in der Zucht im Wesentlichen die alte Philosophie war, die Tiere werden den Haltungssystemen angepasst. Heute müssen wir darüber diskutieren, dass die Haltungssysteme den Tieren anzupassen sind, also ein Paradigmenwechsel, der das Problem Tierschutz in der Landwirtschaft lösen soll. Wir haben das aber auch nicht nur, was die Frage der Haltung angeht, sondern natürlich auch Antibiotika. Wir hatten vor einem Jahr genau zu dieser Zeit eine Tagung gemacht mit dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium in Berlin zum Antibiotikaeinsatz. Seit der Zeit hat sich leider im Wesentlichen die ganze Dramatik der Resistenzbildungen Krankenhäuser nicht gelöst, sondern es ist nach wie vor ein Problem. Zwar ist der allgemeine Mengenabsatz zurückgegangen, aber zugunsten des Einsatzes von Reserveantibiotika, die wir aber dringend brauchen, wenn in Krankenhäusern was ist. Und hier spielt natürlich, das dokumentiert eigentlich viele Untersuchungen, auch die intensive Landwirtschaft hat ihren Anteil daran, nicht den alleinigen. So, was hat das jetzt? Jetzt kommt die Brücke von den Herausforderungen zum Freihandel. Jetzt fange ich mal grundsätzlich an. Und das haben die in Göttingen studiert haben, Herr Banse, auch richtig schön in den vielen Vorlesungen immer lernen müssen. Ich weiß jetzt nicht, wer hier von den Teilnehmern Ökonomie als Schwerpunktfach hat. Die Wohlfahrtsökonomie zeichnet sich aus, verkürzt das mal wirklich ganz schnell unzulässigerweise, dass im Pareto-Optimum der Zustand erreicht wird, in dem wir keinen Zuwachs mehr an Bedürfnisbefriedigung oder Nutzenmaximierung bekommen. Das ist die einzige Legitimation, warum wir freie Märkte, Wettbewerb und Wachstum als Forderung haben, weil in dem wissenschaftlichen Theoriegebilde wir damit eine Win-Win-Situation für alle haben. In der Theorie, das haben wir alles gelernt und das können Sie alles auch nachweisen über wunderbare Kurven und es gibt immer die wunderbaren Beispiele, die klassischen Beispiele des Handels zwischen Portugal und England und was es da nicht alles gibt und der Wohlfahrtsgewinn ist, dass eben jeder mehr hat und in einer Win-Win-Situation ist. So. Das ist ein theoretisches Wirtschaftsmodell und wir haben damals auch gelernt und Sie lernen es heute wahrscheinlich immer noch. Das funktioniert immer nur, wenn die Bedingungen sozusagen konstant bleiben, also die schöne Ceteris Paribus-Bedingungen. Also das heißt, dass man nur eine Variable immer ändert, um dann nachzuweisen, dass sich denn was ändert. Alles andere muss konstant bleiben. Die Realität ist aber eine andere. In der Realität gibt es Gewinner und Verlierer und es gibt nicht die Situation, dass alle davon profitieren. Es gibt keine vollkommenen Märkte, es gibt Verteilungsungleichheiten, die in der Theorie ja nicht vorkommen und wir haben Macht- und Einflussfaktoren. Also, könnt ihr jetzt auch dahinter schreiben, wir haben eine politische Analyse eigentlich zu machen, wenn wir das bewerten wollen. Wer profitiert als Staat, als Gesellschaft, als sozioökonomische Schicht, wie auch immer davon, wenn es zu dem entsprechenden Handel kommt. Was ich damit sagen will, dass man sehr genau hingucken muss, wenn es darum geht, Handel zu liberalisieren, Handel zu ermöglichen, wer Gewinner und Verlierer ist. Weil per se aus der Theorie heraus
funktioniert es nicht. Das zeigt die Geschichte seit eigentlich immer, schon seit dem Römischen Reich zeigt sich das. Und die Römer haben es am besten vorgemacht, indem Nahrungsmittel Machtinstrument waren. Das war dort am besten zu sehen. Was heißt das nun für TTIP und CETA? Weil CETA ja noch eigentlich das Aktuellste ist, was diskutiert wird. Die Ziele, Herr Banse hat es gesagt, Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Und warum will man Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit? Um Wohlfahrtssteigerung zu machen, weil wir irgendwann im Pareto-Optimum landen wollen. Das ist das Ziel der Wirtschaftsliberalisten, warum sie das empfehlen. Abgesehen davon, ob es denn im Einzelnen überhaupt handelsrelevant ist, was Herr Banse dargestellt hat, ist es ja die Frage, dass es dann trotzdem Entwicklungen gibt, die jetzt noch gar nicht vorhersehbar sind und durchaus Gewinner und Verlierer in anderen Ebenen gibt. Also die Frage ist in dem Fall natürlich der Investorenschutz. Das heißt also, wenn denn doch andere Standards auf einmal kommen, weil die technische Entwicklung weitergeht, zu niedrigen Kosten zu produzieren, ist es dann erlaubt oder nicht? Dann natürlich auch die wichtige Frage, kann sowas gekennzeichnet werden? Also das Entscheidende ist letztlich, natürlich im Einzelnen, wenn man sozusagen eine Status Quo-Analyse macht, ändert sich das, aber was für ein Potenzial bringt denn so ein zusätzlicher Freihandel? Und da ist es in der Tat nicht so auf USA und Europa zu fokussieren, sondern grundsätzlich. Also die ganzen Bereiche. In der Frage, brauchen wir das eigentlich oder wer braucht das eigentlich? Immer ändern sich dann die erste Folie, um unsere Probleme zu lösen. Also sprich die Auswirkungen auf Umwelt, Klima, Landwirtschaft, ländlichen Raum. Kann man sehr gut, wenn Sie sich näher damit beschäftigen wollen, in der Homepage des B&Ds nachlesen. Da gibt es also lange auch zu TTIP entsprechende Analysen, die das für die einzelnen Bereiche durchdekliniert haben. Bleiben wir bei den Standards. Und das ist ja in der Tat sozusagen eine politische Botschaft, Standards werden nicht geändert. Aber das widerspricht sich ja, wenn ich sozusagen Handel liberalisieren will, dann liberalisiert sich der Handel, um Wettbewerb zu erzeugen und Wettbewerb ist immer kostengünstiger zu produzieren. Damit impliziere ich ja die Änderung auch von Standards. So, und wenn sich die Standards ändern, dann ist es die Frage, führen diese Standardsetzungen zu mehr Umweltschutz, Tierschutz, Klimaschutz, Sozialstandards oder zu weniger? Die Frage muss man sich dann immer stellen. Und wenn es noch nicht mal gekennzeichnet werden kann oder darf, so wie es in unseren Kenntnissen nach in den TTIP-Vorschlägen ist, dann hat der Verbraucher, die Verbraucher noch gar nicht mal die Chance zu entscheiden, ob er das haben will oder nicht. Also ist das auch eine ganz entscheidende Frage. Also als Zwischenfazit an der Stelle ganz klar von mir die Aussage, es ist kein Beitrag, den wir eigentlich brauchen zur Lösung unserer Probleme. Die Alternative zu Freihandel ist aber nicht kein Handel zu machen, sondern das ist das, was wir denn eigentlich diskutieren müssen, sondern Handel im Rahmen gesellschaftlicher, demokratischer, legitimer Regeln. Das gibt es aber sozusagen in dem Theoriegebäude denn nicht mehr, weil denn Freihandel sind eben keine Regeln, sondern da geht es sozusagen um die Kostenstruktur. Hier geht es darum, das ist denn kostensteigernd, welche ökologischen und sozialen Wahrheiten müssen Preise eigentlich aussagen? Das ist ja, wir haben es beim Beispiel Wasser, wer zahlt das denn alles momentan? Der Verbraucher und die Wasserwerker, die Verursachen, die im Prinzip aus anderen Bereichen Quellen gemacht werden. Professor Taube hat da übrigens, gucken Sie sich die Homepage der Uni Kiel an, wunderbar mal das ausgerechnet, Zahlen errechnet, wo letztlich die Kosten herkommen. Und das ist sozusagen zumindest eine wichtige Voraussetzung, wenn wir über Handel, über Fairhandel reden, müssen die Preise reelle Preise sein und nicht Preise sein, die aufgrund von, gut, der Klassiker ist der Zuschuss, die Handelsverzerrung, das ist die Folie der Handelsverzerrung, aber mir geht es im Wesentlichen um die Standards. Also wenn wir vergleichen wollen, Wettbewerb und Handel haben wollen, dann ist unsere Sicht zu sagen, dann müssen
die ökologischen und sozialen Wahrheiten in diesen Preisen sich wiederfinden und dann kann man auch gerne handeln. Und die jetzigen Vorschläge von TTIP und CETA beinhalten das nicht. Und deswegen lehnen wir das auch an der Stelle ab. So, was ist zu tun? Und das ist dann letztlich so die Gesamtstrategie, die wir gerne verfolgen wollen. Das heißt also, die Ziele oder Instrumente muss man daran messen, wo man hin will. So, und da unser Ziel ist eine ökologisch verträgliche, umwelt- und tiergerechte Landwirtschaft, die gesunde Lebensmittel produziert und den Bauern und Bäuern im ländlichen Raum eine ausreichende Lebensgrundlage bietet. So, also von daher kommt man zu einem anderen Verständnis von Produktion und Kosten, einem anderen Verständnis von Märkten und auch einem anderen Verständnis von Strukturwandel. Der ökologische Landbau, Sie haben das ja hier auch sicherlich ausreichend diskutiert, ist eine Form davon. Wir wissen aber auch, dass es schon ein ambitioniertes Ziel im Jahre 2030 20% zu erreichen. Ich weiß nicht, ob man das schafft. Das heißt aber 80% oder noch mehr der Betriebe, für die muss es andere Lösungen geben. Da wäre es unrealistisch zu sagen, der ökologische Landbau löst jetzt unsere ganzen Probleme, sondern wir müssen eine Ökologisierung und Naturschutzziele verfolgen, die aber nicht auf dem Rücken im Sinne, wir machen jetzt ordentliche Kostensteigerungen. Und wenn wir Kostensteigerungen machen, dann müssen natürlich erstmal die kleineren aufhören und die größeren können länger machen. Das heißt, wir implizieren damit nochmal einen Strukturwandel. Das ist nicht, was wir damit wollen, sondern es muss eine Gesamtstrategie werden. Diese Gesamtstrategie setzt sich zusammen aus drei wesentlichen Punkten. Ordnungsrecht, wo es da ist, eigentlich mal anzuwenden, weil es Ordnungsrecht eigentlich ist und nicht über Ausnahmeregelungen auszuhebeln. Förderung so umbauen, dass das Geld da ankommt, wo man es eigentlich braucht, getreu dem Motto gesellschaftliches Geld nur für gesellschaftliche Leistung. Wird eine spannende Debatte in den nächsten Jahren. Wir haben Spielräume der jetzigen Agrarreform, Förderung aus- oder umzuswitchen in dem Sinne, in dem wir die Ziele erreichen wollen. Und wir müssen natürlich Marktverhältnisse ändern. Kennzeichnung ist die eine Frage und natürlich auch Konzentration. Der B&W hat noch mit der Böll-Stiftung und der Rosa-Liebknecht-Stiftung einen Konzernatlas vor 2 Tagen herausgebracht, wo man mal deutlich dargestellt worden sind, was das für Auswirkungen hat. Wir haben ja nicht den kleinen Binnenmarkt, sondern wir haben auch da weltweite Verflechtungen, die man analysieren muss, also und auch ändern muss. Also auch hier ist natürlich die Diskussion um ein Kartellrecht oder einen Vollzug des Kartellrechts überfällig. Es wird ja überhaupt nicht praktiziert und angewendet. Neben der Tierhaltung, ich sagte das schon, gibt es konkrete Vorschläge für den Umbau, müssen die auch für den Ackerbau entwickelt werden. Das wäre meine Forderung an den nächsten wissenschaftlichen Beirat. Die Professoren, die hier sind, können da ja gerne mitarbeiten. Wir brauchen auch einen Fahrplan, einen Masterplan für den Umbau des Ackerbaus. Und das zusammen muss natürlich, ist das, was eigentlich denn sozusagen die Zukunft der Landwirtschaft ausmacht, also ein Gesamtkonzept, was dann zusammen bearbeitet werden muss. Und ich bin mir sicher, dass die nächste Bundesregierung, wie immer sie auch aussieht, vor dieser Frage nicht die Augen schließen kann. Ja, ich fasse zusammen, wenn wir die Gesamtziele erreichen wollen, müssen wir den Freihandel stoppen, um das zu beantworten, was Sie mir gestellt haben, wie er jetzt praktiziert ist, auch wenn er mehr oder weniger gar nicht so ausgeprägt ist, aber in den Köpfen, in den Argumentationen ist der Freihandel nach wie vor das Ziel, auch die vorherrschenden Ziele von Wirtschaftsliberalisten in den Universitäten, die das propagieren. Und wir müssen Fairhandel organisieren. Das ist dann eine gesellschaftliche Diskussion. Welche Funktion sollen Märkte haben? Wie sollen sich Preise bilden? Und also im Sinne, ich sag mal, diese Bewegung, die ja jetzt angefangen hat, ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Es gibt in Österreich das Ökosoziale Forum. Es gibt in Deutschland ja
Förderverein oder die Fördergesellschaft ökologische Wirtschaftsweisen. Also da gibt es Ansätze, die müssen jetzt intensiv diskutiert werden. Bevor wir diskutieren, demonstrieren wir immer gerne. Da lade ich Sie recht herzlich ein, wenn Sie Zeit haben, nächste Woche. Ein bunter Zusammenschluss von 45 Organisationen unter dem Motto, wir haben es satt. Gerade die Frage auf den Punkt zu bringen, wo soll die Landwirtschaft hingehen? An dem Beispiel Konzentrationsbewegung von Handel und Verarbeitung. Und dann muss wieder weiter diskutiert werden und die Grüne Woche, wenn Sie da sind, nutzen Sie das, ist immer ein gutes Forum. Und ansonsten wünsche ich Ihnen für Ihr Studium, aber auch für die weitere Diskussion alles Gute und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ist das jetzt an? Ja. Der Fortschritt ist eine Schnecke, aber Sie hatten jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt. Ich habe ja aufgeholt. Sie waren sehr schnell. Die Leute ein, ja. Sie hatten ja jetzt auf der letzten Folie, genau, wir sehen es hier noch, diesen Begriff der Agrarfabriken, ein stark polarisierender Begriff, der im Grunde auch Landwirtschaft in Gut und Böse unterteilt. Ich würde jetzt noch mal kurz bitten, dass Sie vielleicht einfach noch mal etwas genauer differenzieren, was Sie jetzt damit meinen und ob Sie zum Beispiel zu Hause jetzt eine Agrarfabrik haben oder den Bauernhof. Ja, gerne. Ich hätte da auch Folien zu, aber ich mache das mal jetzt so. Also es sind im Prinzip zwei Gegensatzpaare, die wichtig sind zu diskutieren. Fangen wir mal bei Bauernhöfe an. Bauernhöfe leitet sich vom oder ist zusammen zu gebrauchen mit bäuerlicher Landwirtschaft. Ne? Bäuerliche Landwirtschaft wird jeder sagen, ist ein Allerweltsbegriff, wo ist es definiert und und. Jetzt fange ich mal wieder auch ganz früher an. Ich weiß es nicht, gibt es in Halle noch eine Agrarsoziologie? Gibt es nicht mehr, gibt es ja kaum noch in den Agrarvorlesungen. Ich hatte die Möglichkeit noch in Göttingen Agrarsoziologie zu hören, mich damit zu beschäftigen und da bin ich auf einen alten Agrarökonomen gestoßen, Tschajanow. Die Lehre des bäuerlichen Familienbetriebes. Wer mal Zeit und Muße hat, gibt es als Replik zu kaufen, der mal versucht hat, das wissenschaftlich zu beschreiben. Bäuerliche Landwirtschaft ist eine Lebens- und Arbeitsform, also weniger ein agrarökonomischer Begriff, sondern mehr ein agrarsoziologischer Begriff, der eine bestimmte Lebensform darspielt, im Zusammenhalt von Betrieb und Haushalt. Ökonomen haben das oft, ich weiß, Herr Banse, Günther Schmidt hatte immer die Haushaltsökonomie, da gibt es also verschiedene Varianten, die man da nimmt, um ökonomisches Verhalten zu erklären im Wesentlichen, ist es rational, nicht rational und und. Schlichtweg, es ist seit Jahrhunderten eine Lebensform, die geprägt ist, indem die Arbeitskraft der bäuerlichen Familie mit Arbeitskräften, mit Lohnarbeitskräften oder mit Knechten oder wie es immer historisch mal war, ein Familieneinkommen irgendwie aus der unterschiedlichen Betriebsgröße erwirtschaftet hat. Bei kleineren war es schwieriger, bei größeren war es dann ein bisschen anders. Also die Differenzierung der Agrarstruktur haben wir immer schon gehabt. Im Wesentlichen zeichnete sich bäuerliche Landwirtschaft in der Nutzung der eigenen Ressourcen, das heißt in der Kreislaufwirtschaft des Betriebes aus. Das heißt, die große Stärke von Landwirtschaft ist es ja, dass sie Sonnenlicht, die Energie, die eigentlich umsonst vorhanden ist, nutzbar machen kann, um daraus Nahrungsmittel zu produzieren. Sprich also Getreide, Pflanzenprodukte und tierische Produkte. Dann indirekt quasi über die Verfütterung. So, das, was dann die landwirtschaftliche Entwicklung im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg ausgemacht hat, ist ja eine Spezialisierung und Technisierung, die sehr stark bis in die heutige Zeit diese Betriebszusammenhänge ausgeschaltet hat, indem im Wesentlichen Betriebsmittel zugekauft worden sind, um dann im Einzelnen unheimlich hohe Erträge und Effektivitäten zu bekommen. Das ist dann am ausgeprägtesten in den Bereichen, die wir in der Tierproduktion hatten, wo Hähnchenmast oder Putenmast
wo dann im Prinzip nur noch ein bestimmter Produktionsabschnitt gemacht wird, alles andere im Prinzip in anderen nachgelagerten Bereichen von anderen Betrieben, praktisch in einer arbeitsteiligen Struktur, die in der Industrie quasi organisiert ist. So, und zwischen diesen beiden Modellen, industrialisierte Landwirtschaft, die im Prinzip wie eine Stecknagelfabrik mit Input-Output organisiert ist, und dem Betriebskreislaufbetrieb, der noch alles hat, gibt es ja eine Vielzahl an Facetten, die dazwischen liegen, und Übergangsstadien. Ich zu Hause habe einen bäuerlichen Betrieb. Wir leben im Wesentlichen vom Kreislauf, also ich bewirtschafte mit meiner Frau einen Bio- und Neulandbetrieb. Wir kaufen wenig letztlich zu, außer Saatgut, was wir zukaufen. Ansonsten bewirtschaften wir nährstoffmäßig im Betriebskreislauf, müssen natürlich Diesel zukaufen, um Bodenbearbeitung zu machen. So, ich habe in meiner Nähe aber auch KT Agrar gehabt. Die haben da zwar in dem Bereich erstmal Biogas in Flechtingen gehabt, also es gibt ja zwei Abteilungen, Energie und den Agrarbereich. Und der Energiebereich hat im Prinzip nur Mais zugekauft von anderen Betrieben, um daraus Energie zu produzieren. So, das ist eine höchste Form von industrialisierter Form. Hat mit klassischer Landwirtschaft gar nichts mehr zu tun. Und das gibt es im Prinzip in anderen Bereichen auch. Also, es gibt auch eine alte DDR-Definition, also die Nutzung des technischen Fortschrittes, alles, was machbar ist, in einer höchsten Spezialisierung und Kooperationsform. Und das letztlich unter einzelbetrieblichen Effizienzgesichtspunkten. Das sind diese beiden Bilder, die dagegen sind. Also von daher gibt es jetzt nicht eine Definition, die wir ja sozusagen in eine Kiste packen können, sondern wir müssen uns jeden Fall einzeln angucken. Aber für die Bevölkerung ist es eigentlich deutlich. Man hat eigentlich die bäuerliche Landwirtschaft in Form von Familienbetrieben, wo die ganze Familie das regelt, auch in größeren Einheiten. Und auf der einen Seite haben sie dann Kapitalgesellschaften, die einzelne Produktionsweisen organisieren und auch ausgetauscht werden können eigentlich Shareholder Value eine Rolle spielt. Also das heißt die einzelbetriebliche Gewinnmaximierung und nicht das Überleben der Familie. Okay, ja, vielen Dank. Im Grunde sollte nur damit erreicht werden, dass also der Begriff Agrarfabriken eben nicht, also einerseits die landwirtschaftlichen Großbetriebe sind, aber eben andererseits auch noch ganz viel dazwischen liegt zwischen dem... Die Form der Art und Weise der Bewirtschaftung. Genau. Es ist nicht eine Definition allein der Größe. Genau. Okay, jetzt würden wir zu dem Fragenkomplex kommen. Herr Banse, wenn Sie noch nach vorne kommen. Genau, wenn Sie das Pultmikrofon nutzen würden. Genau. Ja, also wir haben parallel noch eine ASQ-Gruppe, die regelmäßig zu Seminaren zusammenkommt und auch vorab Fragen stellt zu den Veranstaltungen. Ja. Und daraus haben wir jetzt einerseits Fragen kondensiert. Die erste wäre jetzt: Überwiegen beim Angleichen der Standards für die Volkswirtschaften in der EU und den USA die negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel Stellenabbau oder Strukturwandel in einigen Branchen, oder die positiven? Also gibt es in den USA überhaupt so einen Zweig der Landwirtschaft, der die EU-Bio-Richtlinien einhält? Wir haben jetzt im Grunde von Landwirtschaft als gesamten Sektor gesprochen, aber wenn da nochmal differenziert wird, verstehen Sie die Frage? Ich sehe das ein bisschen als zwei Fragen, weil die letzte Frage hat. Darf ich mal mit der hinteren Frage anfangen? Ich bin jetzt nicht so fies und sage, das müsstest du gerade mal viel besser wissen. Also die Wahrnehmung von TTIP in den USA ist so, also in den Verhandlungen gibt es immer diese offensiven und die defensiven Interessen. Und ich hatte das ja deutlich gemacht: Wenn wir uns den gegenwärtigen Agrarhandel mit den USA anschauen, dann hat die USA ein besonders
zurzeit eine besonders starke Dominanz in diesem Commodity-Handel, also in den Rohprodukthandel. Und hier sind die US-Amerikaner extrem offensiv und wollen hier in die Märkte und wollen sie sozusagen und mit allen Mitteln sozusagen hier einen verbesserten Marktzugang auch besonders für GVO-Kulturen bewirken, um hier, und hier haben sie besonders offensive Interessen. Und wenn wir hier die Situation betrachten, finde ich die gegenwärtige Haltung ist relativ eindeutig. Sie hatten das ja auch gesagt, das wird behandelt. Diese Standards sind unverhandelbar, aber man muss sie daran messen, also man muss die Politiker daran messen, wie sie in den Verhandlungen auftreten. Und ich hatte ja auf diese Transparenzproblematik hingewiesen. Wohingegen die defensiven Interessen in den USA sehr, sehr stark im Industriegüterbereich sind. Also vor allen Dingen Gewerkschaftsvertreter rennen den US-amerikanischen Politikern, die sich mit TTIP-Fragen befassen, die Bude ein, auf Deutsch gesagt, in Washington, um hier, weil sie hier befürchten, durch eine Liberalisierung, in diesem Falle, sie haben hier auf Stellenabbau die Frage bezogen, also im industriellen Bereich sind die USA sehr defensiv aufgestellt. Man kann wirklich sagen, so offensiv wie die EU hier im Bereich Industriegüter verhandelt, so defensiv sind die USA in vielen Bereichen des Industriegüterbereichs, vor allen Dingen im Maschinenbau, aufgestellt. Und die Frage, ob die USA die Zweige ihrer Landwirtschaft nach EU-Biorichtlinien einhalten, kann ich nur sagen, das ist extrem schwierig. Ich weiß, es gibt Richtlinien für Organic Farming in den USA, die werden auch kontrolliert und eingehalten. Und ich bin überfragt, ob in diesen Richtlinien geregelt wird, dass dieses Organic Farming grundsätzlich GVO-Anwendung ausschließt. Ich bin an der Stelle hier, erwischen Sie mich auf dem linken Fuß. Herr Detmer, wissen Sie, wie das ist in den Regeln in den USA? Dürfen Ökobetriebe GVO-Saat einsetzen? Also ich meine nicht. Ja. Die dürfen nicht einsetzen. Ja. Wir haben da ja durchaus Kontakt auch zu den Bewegungen, die bei weitem nicht so ausgeprägt sind wie in Europa. Ja. Und es ist ein wachsender Markt. Ja. Also es gibt schon sozusagen einen Bereich der Landwirtschaft, der sich auch orientiert im Prinzip an den EU-Biostandard, den er macht. Und ich kenne aber jetzt nicht alle Richtlinien aller Anbauorganisationen, aber zumindest ist das mit unseren Kooperationspartnern nicht problematisiert worden, sozusagen als ein wesentlicher Unterschied. Ja. Also von daher wäre das mal so eine Merkfrage, spannend nochmal nachzufragen, aber vielleicht nochmal zu dem, Herr Völker, zu dem ersten Bereich. Also der ganze Widerstand, den wir hier in TTIP hatten, der kam natürlich emotional aus einem, natürlich diesem Klassiker Klohn, wobei wir wissen mittlerweile, das ist nicht sozusagen der Kern oder das Hauptargument, das war ein Träger. Wir haben dann gemerkt in der ganzen Debatte der Organisationen, die sich dann auf einmal zusammengeschlossen haben, dass ganz andere Fragen eine Rolle gespielt haben. Also im Wesentlichen aus der Kommunal- und aus der kulturschaffenden Szene, die Riesenangst bekommen haben, dass in Europa Strukturen wegbrechen. Also angefangen beim Wasser. Wasser ist ja sozusagen eigentlich ein Grundbedürfnis. Ja, also Zugang zu Wasser ist ja die Frage, muss es da Ausschreibungen geben? Ist das ein Handelsgut, was liberalisiert werden muss? Das hätte Riesen... Also unter dem Motto Privatisierung des Wassers. Es gibt ja wunderbare Filmberichte, was da in den USA abläuft, mit Privatisierung vom Wasser. Wenn so ein System bei uns kommt, was hieße das? Also das war ein Riesenthema. Also die gesamten Kommunen, die gesagt haben, wir haben eine kommunale Wirtschaft in vielen Bereichen, ob das auch Müllabfuhr, was weiß ich nicht alles ist. Also ist der kommunale Bereich davon betroffen oder nicht? Riesenbefürchtung. Und dann natürlich die Kulturschaffenden, die gesagt haben, also wenn jetzt Zuschüsse für Theater und was für Kultur jetzt auf einmal ein nicht tarifäres Handelshemmnis ist, dann sind wir weg vom Fenster. Ja.
Also der große Widerstand kam aus ganz anderen Bereichen, aber Nahrungsmittel und Lebensmittel sind immer letztlich so ein emotionaler Bringer. Und die Befürchtung, natürlich haben wir die nach wie vor, wenn die Standards gleich bleiben, dann macht der Freihandel doch keinen Sinn. Dann kann man den Bereich ausklammern. Dann sagen wir, also wir diskutieren was anderes. Aber wenn man das Ziel nach wie vor hat, ich will Freihandel haben, aber ich will gleichzeitig die Standards halten, das ist eine Mogelpackung. Da macht sich Politik unglaubwürdig. Und das ist die Befürchtung, die viele NGOs haben und die man auch immer mit ihnen diskutieren muss und die ich auch Bundesminister Schmidt stellen würde, wenn er sich da hinstellt. Was heißt das denn jetzt? Ne? Von ihm kommt nicht die Unterschrift, das zu stoppen. Ja, Sie haben jetzt nochmal auf die anderen Bereiche hingewiesen, die von Freihandel betroffen sind. Eine These oder eine Frage, die sich jetzt nochmal auf Landwirtschaft konkret bezieht, ist der zweite Punkt, der von Attac Deutschland kommt. Auf den Import von Rinderschlachtkörpern sind hohe Zölle zu zahlen, weil so Druck von den europäischen Rinderzüchtern genommen wird, weiter zu wachsen und sich noch stärker industrialisieren zu müssen. Unter der Prämisse, dass eine regionale, biologische, artgerechte Landwirtschaft das Ziel aller Landwirtschaftspolitik sein sollte, müssten diese Zölle sogar steigen. Sie haben ja vorhin auch schon ausgeführt, dass Zölle explizit auf Rindfleisch sehr hoch sind, im Vergleich 65%. Würden Sie diese Forderung, Herr Banse, unterstützen? Und wenn ja, warum? Wenn nein, auch warum? Das ist ja eine lange Frage. Ich musste mir die erstmal durchlesen und verstehen. Ich hoffe, ich habe sie verstanden. Und es ist ein schönes Beispiel, wo wir uns darüber fragen müssen, wenn wir ein Ziel haben in der Europäischen Union. Artgerechte, wie heißt es hier formuliert? Regionale, biologisch, artgerechte. Regional, biologisch und artgerechte Landwirtschaft zu fördern und zu halten. Dann frage ich mich, ist hier Import, sind Importregeln und das Importregelwerk das richtige Instrument, dieses Ziel zu erreichen? Als Ökonom muss man sich fragen, mir stehen verschiedene Politikinstrumente zur Verfügung. Ich möchte ein Ziel erreichen, regionale, biologische und artgerecht. Das muss ja nicht unbedingt immer dasselbe sein. Das ist ja nicht ein gleichzeitig. Man kann ja auch nicht unbedingt, man kann ja regionale Landwirtschaft fördern und nicht unbedingt artgerecht bedeuten. Also man müsste sich nochmal formulieren, was hier eigentlich von gilt. Biologisch und artgerecht, das kommt schon ziemlich dicht zusammen. Nehmen wir mal den Begriff hier, artgerechte Landwirtschaft zu fördern. Dann würde ich als Ökonom immer vorschlagen, man sollte doch bitte ein Politikinstrument wählen, mit dem man die Erreichung dieses Zieles umsetzen kann. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, sind Importregeln kompliziert formuliert. Im Rindfleischbereich, da gelten noch ganz andere Regeln, es gibt Importquoten und so weiter und so fort, hier aus meiner Sicht nicht das richtige Instrument, um ein solches Ziel, eine höhere Artgerechtheit umzusetzen und zu fördern. Also insofern wäre aus meiner Sicht Handelspolitik könnte unterstützend wirken, aber wäre nicht das primäre Instrument, hier eine, ich greife jetzt mal aus diesen drei Punkten, die Artgerechtheit zu fördern. Darf ich dir widersprechen? Gerne. Endlich. Also, wir können das ja mal in der Realität durchspielen. Gerne. Dieses Zitat bezieht sich ja darauf, dass sozusagen, oder unterstellt, dass die Rinderschlachtkörper, die da reingekommen sind, aus einer anderen Produktion kommen. Ja. Somit wären sie auch preiswerter und billiger. So, entweder wir haben ein Marktsystem, was sozusagen dann differenziert und das auch ganz klar kennzeichnet, dann bin ich bei Ihnen, denn es ist sozusagen, kann der souverän entscheiden. Mhm. So, wenn das aber nicht der Fall ist, sondern das irgendwo untergemogelt wird, dann hat das zur Folge, dass entweder Verarbeitungsprodukte oder die originären Produkte billiger angeboten sind und logischerweise erzeugt das Nachfrage. Natürlich immer, die Preiselastizitäten kennen Sie alle, ist das so. Damit haben gleichzeitig bei einem Größerwerden sozusagen der Preisabstände vom Preiseinstieg
zu Premium, also regional biologisch artgerecht, ja, die Qualitätsleute schwerer. Das, was ich halt über Jahrzehnten bei Leuland immer wieder festgestellt habe, jetzt bestätigt bekommen habe in den Diskussionen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, dann ist es so, dass sie im Prinzip damit, und Professor Spiller hat das in Göttingen mittlerweile wunderbar auch sozusagen an verschiedenen Produkten dargestellt, dass dann die Nachfrage bei den teuren, hochwertigen Produkten zurückgeht. Das heißt, die Marktchancen niedriger sind, weil natürlich dann immer das Billigere, das beste Beispiel ist natürlich Hähnchen. Hähnchenfilets aus Brasilien, ne? Die können selbst hier kein Polmann oder ein Industrieller erzeugen. So, und wenn sie es nicht gekennzeichnet, werden sie untergemogelt, aber wenn das Produkt denn so billig dargestellt wird, für 99 Cent das Kilo, dann wird es auch gekauft. Dann wird es gekauft bei den Preisen. So, wenn ich denn handelspolitisch sagen will, wenn ich das nicht will, dann setze ich da einen Zoll. Dann ist das ein adäquates Argument zum Schutz meiner eigenen Produktion. Ja, Moment, aber damit, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal gegenhalten kann. Wir sind wir doch hier. Ja. Ich will das doch zu langweilig. Aber ich gerne das Mikro. Na klar, das muss ja auch aufgezeichnet werden. Damit haben wir doch aber nicht Artgerechtheit gefördert. Damit haben Sie im Inland einen höheren Preis. Ja. Aber das Ziel, also mir geht es nicht darum, also wenn Sie in Inland, die sind in einer Importsituation, erstmal müssen wir das klären, wir sind in einer Importsituation, Importzölle greifen hier richtig auf den inländischen Preis. Hohe Importzölle, weil wir in einer Importsituation sind, haben zur Folge, dass der inländische Preis steigt. Aber das war doch gar nicht das Ziel. Unser Ziel ist doch, artgerechte Landwirtschaft in irgendeiner Form zu fördern. Wenn Sie sagen, nur mit hohen Preisen, hohe Preise sind automatisch ein Garant für die Förderung artgerechter Landwirtschaft, da komme ich nicht mit. Dafür brauchen wir das Ordnungsrecht. Da habe ich ja, genau. Ne? Das muss stimmen. Und wenn das stimmt, dieses Ordnungsrecht bei Weitem über dem Ordnungsrecht von den USA liegt, ja, dann habe ich hier ein definiertes Niveau. Ja, aber ich sehe immer noch nicht den Punkt, dass wir, nur weil wir hohe Preise in, ich sage jetzt mal platt, Deutschland haben für Rindfleisch, haben wir damit auch ein Instrument, um Artgerechtheit durchzuziehen. Also damit geht's mir, geht es mir die Kopplung zu sagen, okay, wir verdoppeln den Importzoll für Rindfleisch. Können wir nicht, der ist gebunden, durch WTO, Verpflichtung, die die Europäische Union eingegangen ist. Aber wenn wir das könnten, sind wir doch unserer Artgerechtheit keinen einzigen Schritt weiter näher gekommen. Nein, Herr Banse, das ist doch die Marktdifferenzierung. Die definiere ich ja an unterschiedliche Produktionsstandards. Das ist das, was jetzt der Bundesminister mit der Kennzeichnung macht. Dreistufig. So, ja. Um im Markt diese dreistufig zu bekommen, ja, der Handel, der bei den Gesprächen dabei war, der sagt, wunderbar, machen wir. Erstens müssen es alle mitmachen und zweitens darf nicht irgendwo noch was Billiges reinkommen, weil dann kommt sofort der Wettbewerber und nimmt das Billige. Sie kriegen ein Aldi, ein Lidl und ein was weiß ich nicht sofort dazu, ein höheres Tierschutzniveau in die Läden zu legen. Wenn nicht parallel irgendwo was Billiges ist, was auf einmal die Nachfrage da rein implementiert. Das heißt, ich brauche den Freiraum der Produktdifferenzierung in einem bestimmten geschützten Markt. Also von da ist es nicht ganz so dumm, was hier steht. Sie argumentieren jetzt ziemlich theoretisch aus einem Modelldenken. Ja, dafür bin ich ja eingeladen hier. Also Sie würden jetzt auch schon bestätigen, dass im Grunde niedrigere Zölle dann auch dazu führen würden, dass im Grunde auf beiden Seiten, also auch europäischen Markt, Effizienzsteigerungen auch notwendig wären, um der Konkurrenz, die dann auftreten könnte, gerecht zu werden. Ja. Das wäre jetzt so der erste Schritt, ja, die dann aber dann wieder die Effizienzsteigerung im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass Fragen der artgerechten Haltung, Produktion ja, wieder schwieriger werden. Also das muss man vielleicht jetzt trennen, vielleicht können wir auch festhalten, dass das jetzt noch eine eigene Diskussion wäre. Ja, also nochmal. Das nachher noch für das Publikum öffnen. An der Stelle nochmal ein ganz bedeutender Hinweis. Kennzeichnungspflicht ist hier das absolute A und O. Das hat Herr Deppmer schon betont. Das kann ich nur unterstreichen. Ohne das Instrument sind wir sowieso ziemlich im Eimer. Und da brauchen wir uns über diese ganzen Fragen gar keine Gedanken zu machen. Wenn uns das nicht gelingt, diese Kennzeichnung hierzu hin, also sozusagen eine Diskriminierung, negativ ausgedrückt, zu erreichen, haben wir ein echtes Problem. Und dann das Ordnungsrecht, Herr Bernd. Wir müssen uns über das Ordnungsrecht einigen. Wir würden jetzt
Die dritte haben Sie noch eine Frage? Ja, die geht aber ganz schnell. Kurz! Das hatten Sie im Grunde schon. Ja! wir müssen auch nicht beide. Also, ich habe das schon beantwortet. Wollen ja, Sie da noch was sagen? Also, dem kann ich ja nicht nur. Also, halt. Eigentlich zustimmen, aber wir können nicht in die Zukunft sehen. Nee. Und diesen Trend kann man nicht prognostizieren. Da wissen wir alles nicht, was da kommt. Also das kann sich auch wieder wenden, das Blatt, nach dem Motto, Freihandel ist toll und wir müssen US-amerikanische Exportstrategien. Ja, gucken Sie sich die Wahlergebnisse an. Ja. Die sind im ländlichen Raum geholt worden, wo viel Landwirtschaft ist, die frustriert ist. Und wenn die sagen, mein lieber Trump, wir wollen aber Exportinteressen haben, dann kann sich so ein Blatt auch wieder wenden. In dem Sinne, wir wollen sozusagen unsere Produkte. Das war jahrelang die Philosophie der US-amerikanischen Exportwirtschaft, den Weltmarkt im Prinzip zu beglücken. Da sehe ich, also das hatte ich ja eben auch schon mit den offensiven Interessen angesprochen. Es geht hier, also ich sehe die Motivation seitens, die mögliche Motivation seitens der Trump-Administration hier auf die Bremse zu drücken bei TTIP eher ganz klar aus den anderen frustrierten Leuten, nämlich, ich sag mal, die Autoschrauber in Detroit. Ja. Okay, vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch 20 Minuten für Fragen aus dem Publikum. Maike und genau, wir haben zwei Mikrofone, die wir jetzt reingeben. Das ist das erste. Entschuldigung. Ja, gibt es schon Wortmeldungen, Fragen hier in der Mitte? Maike hat das gerade schon. Wir können das doch über eins. Ja, ich habe eine kurze Frage. Wäre es nach TTIP oder wie schaut es allgemein jetzt nach Freihandelsabkommen aus, dass die Bundesregierung einseitig Standards hochsetzt? Wäre danach quasi nicht mehr möglich, dass die Bundesregierung vorschlägt, dass ab dem Jahr X alle Fleischprodukte dem Bio-Label quasi unterliegen müssen und diesen Standard erfüllen müssen. Wäre das quasi danach nicht mehr möglich nach TTIP oder wie schaut die jetzige Lage aus? Also Abschluss eines regionalen Handelsabkommens heißt ja nicht Ende aller Politikgestaltung. Die Politikgestaltung wird schwieriger. Und ich denke, dass es auch unter, oder es ist ja auch Fakt, ich habe ja beschrieben, welche Menge an regionalen Handelsabkommen die Europäische Union in den letzten Jahrzehnten abgeschlossen hat, da wäre ja TTIP nur eins davon. Aber der Gestaltungsspielraum wird schwieriger, weil diese, sage ich mal, die Möglichkeit einer der Einführung von Standards im Inland immer mit den Folgen auf den Handel, auf die Diskriminierung von Handelspartnern mit berücksichtigt werden muss. Und wenn es hier zu einer einseitigen Diskriminierung ausländischer Anbieter kommt, übrigens gilt das jetzt auch schon, dann können die auch jetzt schon in der WTO ein Streitschlichtungsverfahren beginnen. Aber die Ausgestaltungspolitik, also die Möglichkeiten werden schwieriger. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, mit TTIP ist die Einführung jeglicher oder die Verschärfung jeglicher Standards passé und vorbei. Ja. Darf ich das kurz ergänzen? Nach meinem Verständnis, wie ich TTIP verstanden habe, muss das im gegenseitigen Einvernehmen dann geschehen. Ja. Mhm. Das wird natürlich denn schwierig, wenn ich sozusagen unterschiedliche Philosophien von Standards habe. Man sagt, gut, jetzt haben wir einen Status quo, aber Beispiel Smithfield als einer der größten Schweinefleischproduzenten in den USA, haben schon ein paar Werke oder haben Anlagen in Polen. Wenn die jetzt nochmal sagen, das ist durchaus ein lukrativer Markt irgendwann, wenn wieder die Schweinedelle wieder da ist, dass das attraktiv ist, dann könnten, und wir in der Zeit in der Europäischen Union, wir verschärfen eigentlich Tiere oder wir wollen eine Verschärfung haben, wollen mehr Platz für die Tiere geben und dann kann sich Smithfield auf den alten Status berufen, der verhandelt worden ist im Jahre 2017 und zu dem Standard bauen. Das heißt, er setzt dann sozusagen mit diesem Standard auf den Kosten die Preise für die Region oder wie auch immer fest. Das heißt, wir sind dann gehemmt oder hätten enorme Schwierigkeiten oder würden es auch nicht durchsetzen können, gegenüber dem Handelspartner den höheren Standard durchzusetzen. Deswegen sagen wir lassen uns gar nicht auf dieses Spiel ein. Dann wieder irgendwann
erklären oder kämpfen zu müssen, dass wir nur einen Tierschutzstandard haben, sondern das wollen wir grundsätzlich sozusagen drin haben, als Handelsregel. Ne? Unser Souverän ist unsere Gesellschaft, diskutiert darüber und wer hierher kommt und investieren will, muss sich nach den Spielregeln halten und nicht nach anderen Spielregeln, um hier dann entsprechend die Preise zu verkürzen. Darf ich das kurz ergänzen? Nur ganz kurz. Also das Beispiel ist, glaube ich, hier der deutsche Atomausstieg und die Frage, wie sich der schwedische Vattenfall-Konzern dazu stellt. Die fanden das natürlich in Anführungsstrichen gar nicht so witzig. Sie haben sich für teuer Geld in Brunsbüttel ein Kernkraftwerk gekauft und können das ein paar Jahre betreiben und dann müssen sie es abschalten, weil der Bundestag oder der Bundestag hat das entschieden, hier den Atomausstieg umzusetzen. Und Vattenfall ist an der Stelle vor ein Schiedsgericht gegangen und hat gefragt, ich finde das gar nicht witzig, dass Sie das nicht witzig finden, ist ja nachvollziehbar. Aber Vattenfall hätte recht, wenn es nur für die ausländischen Investoren für Kernkraftwerke in Deutschland gelten würde. Das gilt aber für alle Kernkraftwerksbetreiber im Inland, egal ob die den inländischen Konzernen diese Kernkraftwerke gehören oder einem ausländischen. Also die Frage, die damit wird nicht ein ausländischer Konzern einseitig diskriminiert in ihrem Wirtschaftshandeln in Deutschland. Also wenn es sozusagen einen Atomausstieg Brunsbüttel geben würde, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, hat Vattenfall Aussicht auf Erfolg, aber das gilt für alle Betreiber. Und daher ist aus dieser Sicht an dieser Stelle der Investitionsschutz nicht anzuwenden. Ich greife jetzt mal vor höchstrichterlichen Entscheidungen vor, aber ich gehe mal davon aus, dass das so passieren wird, alles, was ich da von Völkerrechtlern gehört habe. Also es wird ja viel über die Schiedsgerichte erzählt, aber was sind die jetzt genau? Also stellen die Schiedsgerichte Staat und Unternehmen, ein multinationales Unternehmen, auf die gleiche Ebene oder steht der Staat immer noch in gewisser Weise höher als ja ein Bündnis der ganzen Gesellschaft? Also ich glaube, ich habe deutlich mal, ich sehe das eher als Anmerkung als Frage. Also aus meiner Sicht sind Schiedsgerichte in diesem Sinne, also bei TTIP, weil wir in den USA und in der Europäischen Union funktionierende Rechtssysteme haben, an dieser Stelle völliger Quatsch, weil wir haben ein Rechtssystem und wenn ein ausländischer Konzern sich in irgendeiner Form durch eine Politikmaßnahme begrenzt oder eingeschränkt fühlt, kann ein Gericht anrufen und dann wird hier eine Gerichtsverhandlung zwischen einem Unternehmen und in dem Fall, wenn es die Bundesrepublik Deutschland ist, angerufen und es wird verhandelt, aber doch nicht in einem Verfahren, das hinter geschlossenen Türen mit einem privaten Schiedsgerichtsverfahren geregelt wird. Aus meiner Sicht gehört das in einen normalen Rechtsstaat, in ein rechtsstaatliches Verfahren und damit wäre dieser Punkt abgehandelt. Also ich finde, an dieser Stelle diesen Investitionsschutz über Schiedsgerichte zu regeln, völlig daneben und führt zu diesen endlosen Debatten, die in diesem Teil geführt werden, zu Recht endlosen Debatten, aus meiner Sicht ein völlig unzureichendes Instrument. Vielleicht kurz als Ergänzung, also nach meinem Kenntnisstand ist das auch nicht mehr der Hauptknackpunkt der Verhandlung. Ja. Sondern Wirtschaftsminister Gabriel hat ja sozusagen diesen Handelsgerichtshof, internationalen Handelsgerichtshof, mit ins Spiel gebracht als Kompromisslösung, um sozusagen mit Fachleuten das zu machen. Das ist ja auch analog in anderen Rechtsbereichen so, dass man internationale Gerichtshöfe für Menschenrechte, was weiß ich nicht alles. Ja. Also das ist, denke ich, eine Sache, da könnte man in der Tat mit leben, wenn man es auf die Ebene haben will. Es ist in der Tat ein Instrument, was für Staaten gedacht ist, wo es keine funktionierende Gerichtsbarkeit gibt. Die Frage ist, es gab ja bis jetzt auch schon Handelsabkommen mit den USA. Nicht nur mit den USA, das haben wir ja gezeigt, es gab jede Menge Handelsabkommen. Ja. Und die Form des Schiedsgerichts war ja da auch schon in den Vorgänger
Modellen oder vielmehr Verträgen war da ja auch schon drin enthalten, soweit ich weiß. Also das ist ja keine neue Idee und die Schiedsgerichte sind ja jetzt nicht erst bei TTIP entstanden. Nein. Also durch TTIP ist das Ganze mal ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen, zumindest das, was dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber das in vorigen Verträgen oder vielleicht auch in anderen, das weiß ich nicht, ich kenne mich nicht so genau aus, aber in vorigen Verträgen diese Schiedsgerichtssache mit drin ist, das sind wir uns wahrscheinlich gar nicht so richtig bewusst drüber, dass das eigentlich schon Status quo ist. Soll ich doch kurz zu ergänzen? Also mit TTIP hat, also TTIP wurde, ich habe das vielleicht nicht ganz deutlich gemacht, als ich über die Art und Weise, wie seitens der EU-Kommission TTIP diskutiert und in der europäischen Öffentlichkeit vorgestellt wurde. TTIP wurde in der Öffentlichkeit von der Kommission als ein von vielen regionalen Handelsabkommen mit einem der wichtigsten Handelspartner der Europäischen Union, in diesem Fall den USA, gesehen. Aber in den Verhandlungsgegenständen, ich habe die versucht in meinem Vortrag kurz mit diesen verschiedenen Kapiteln zu beschreiben, ist es ein extrem komplexes Handelswerk oder Verhandlungswerk. Die normalen, in Anführungsstrichen, regionalen Handelsabkommen beziehen sich sehr stark auf Marktzugang, also Abbau von Zöllen oder die Gewährung von Ausnahmen vom Freihandel. Das ist ja nicht so, dass ein regionales Handelsabkommen automatisch zu einem bilateralen Freihandel führt, nur weil wir mit Korea oder mit anderen Handelspartnern hier ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, heißt das ja nicht, dass dann im Abstand von 10, 15 Jahren, sowas wird immer so schrittweise eingeführt, dann plötzlich zwischen Korea und der Europäischen Union völliger Freihandel herrscht. Da gelten sehr wohl ausdifferenzierte Ausnahmen von, die sind wieder Geheimverhandlungen, weil es so ein bisschen auch, ich übertreibe jetzt ein bisschen, das müssen Sie sich diese Verhandlungen vorstellen wie so eine Pokerrunde, weil die einen wissen genau, wo im Inland bei ihnen der Schuh drückt. Also die EU-Kommission weiß schon ziemlich genau, dass im Agrarsektor einige Sektoren hier sehr wettbewerbsstark sind und andere Sektoren sehr wohl nicht unbedingt im internationalen Wettbewerb am stärksten aufgebaut sind oder in anderen Sektoren. Also das wissen die schon ziemlich gut. Und in den normalen regionalen Handelsabkommen werden dann davon Ausnahmen ausverhandelt. Aber TTIP war von vornherein angelegt auf mehr als nur Zollabbau und irgendwelche Ausnahmen zu verhandeln, wie sich mit vielen, vielen anderen Handelsabkommen normalerweise gemacht wird, sondern es war diese Investitionskomponente, diese Politikgestaltungskomponente, die dahinter steht, Vereinbarkeit von Standards. Das ist etwas, was in vielen regionalen Handelsabkommen sonst in dieser Form überhaupt nicht so explizit diskutiert und vereinbart wird. Das ist von ausgeklammert und wird nicht verhandelt, Punkt, aus. Das wird dadurch gar nicht betroffen. Aber dieser explizite Bezugnahme auf Standards ist etwas, was in TTIP eine besondere Schärfe und Brisanz hatte. Ich habe das, glaube ich, auch gezeigt, dass Zölle hier gar nicht so große Rollen mehr spielen im Handel. Und wenn man nur über Zollabbau redet, würde hinter TTIP keinen Hahn mehr herkriegen. Aber es geht halt in TTIP um mehr. Und das ist ein anderer Geschmäckle, in Anführungsstrichen, bei TTIP als in den normalen Handelsabkommen. Vorhin haben Sie ja gesagt, dass der Handel in Deutschland oder in der EU gestiegen ist in der letzten Zeit, also in den letzten 10 Jahren. Mhm. Ja, ja, 20 Jahren, könnte man jetzt fast sagen. Ich bin absolut für den Fairhandel, aber wäre das dann immer noch so, dass der Handel dann auch wachsen würde oder würde der dann zurückgehen, wenn man sagt, man setzt in Europa den Fairhandel um, bleibt Europa dann noch handlungsfähig auf der Welt oder müsste dann eigentlich der Standard quasi in der ganzen Welt dann auch fair gemacht werden? Also das müsste man dann ja in den einzelnen Produktbereichen jetzt mal analysieren und durchgehen. Also es gibt gute Beispiele für Fairhandel im Kaffeebereich, Schokoladenbereich mit definierter Produktion, wo mittlerweile nicht nur also die Umweltaspekte, sondern auch soziale Aspekte eine Rolle spielen.
Gut, kann man überlegen, sind die Zertifizierungssysteme dann wirklich so hinreichend, dass auch wirklich der letzte Kleinbauer davon profitiert. Aber das Modell oder die Möglichkeiten sind da. Die Frage ist doch, die man sich stellen muss, am Beispiel Schweinefleisch, müssen wir unsere Produktion so organisieren, dass wir im Preis wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt sind, um jetzt, sagen wir mal, diese Handelsanteile halten zu wollen, weil das denn so ein Selbstzweck ist, ne, nach dem Motto, wir haben ja die Produktion und und. Für mich entscheidend ist erstmal, wie ist der Bereich der Wertschöpfung? So, und dann brauche ich mir einfach nur die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse angucken, unter welchen durchschnittlichen Kosten nach dem jetzigen Standard produziere ich. Kann ich da mithalten oder gibt es andere Regionen in der Welt, die zu ganz anderen Kosten produzieren, weil Umweltkosten nicht eingerechnet sind, weil Sozialkosten nicht eingerechnet sind? Dann würde ich sofort sagen, auf diesen Handel können wir doch verzichten, brauchen wir doch nicht. Weil im Prinzip heizt er ja nur eine Spirale an. Er bringt keine Wertschöpfung für die Landwirtschaft im Inland und er verdrängt teilweise auch in Länder des Südens, wenn es so billig ist wie dieses klassische Beispiel Hähnchenschenkel für Ghana, die heimische Produktion. Dann ist es ein schädlicher Handel. So, aber ich will, natürlich ist es immer gegenseitig, sozusagen Kaffee und Schokolade oder Apfel, Bananen oder Orangen sind natürlich klassische Beispiele, das können wir hier nicht anbauen. Das ist auch sinnvoll, dass man das handelt, aber dann bitte hingucken, unter welchen Strukturen. Und ich weiß natürlich, ich kenne auch die Diskussion im Textilbereich, wo man mittlerweile sagt, das können wir gar nicht zertifizieren und sind. Das ist mittlerweile so eine verkommene Struktur in Bangladesch oder mittlerweile in China, das können wir gar nicht machen. Ja, dann müssen wir uns trotzdem als mündige Verbraucher fragen, ja, was heißt das denn im Endeffekt? Also ich sag mal, ich bin Anhänger dieses Konzept des nachhaltigen Konsums und da hat die Bundesregierung ja ein wunderbares Konzept, also das nationale Programm für nachhaltigen Konsum. Das ist ja jetzt Ihre Abteilung. Sie sind ja Mitglied der Bundesregierung quasi, Herr Wanse. Gott sei Dank nicht. Nein, nicht ganz. Wir haben schon eine Gewaltenteilung, aber als Ressortforschung ist natürlich das Thünen-Institut auch in dem Bereich mit drin. Und da kann man natürlich überlegen, was ist sozusagen möglich, sozusagen im Bereich Kaufentscheidung, Handel zu beeinflussen. Ich glaube, da ist ein Bereich. Wir haben früher gelernt, Herr Banz und ich und vielleicht andere Agrarökonomen, das war so, ich sage immer, das Zeitalter der CMA. Gattungsprodukte, no name, billig zu produzieren und frei zu handeln in die Welt hinein. Ich glaube, das ist die Vergangenheit. Wir müssen hingucken mittlerweile, wie ist so ein Lebensweg eines Produktes, wie ist die Klimaverträglichkeit, der Klimaschutz, wie ist die Sozialverträglichkeit. Und das ist nichts anderes wie das Konzept des nachhaltigen Konsums selber, die Informationen zu haben und dann zu entscheiden, was kaufe ich mit meinem Budget und dann ergibt sich daraus, wie viel Handel brauchen wir in der Welt. Also was ist sozusagen sinnvoll im Inland oder regional herzustellen und was ist sinnvoll zu handeln. Aber momentan funktioniert das System anders. Ja, es geht nach Preiswürdigkeit, nach wie vor knallhart und die Märkte werden praktisch über die Preise erobert, im Textil, im Lebensmittelbereich, in vielen anderen Bereichen auch. Darf ich dann noch mal kurz was ergänzen? Also Sie haben eben das Beispiel Schweinefleisch. Wir sind in Deutschland, haben wir einen Selbstversorgungsgrad von deutlich über 100%. Das heißt, wir produzieren mehr, als wir im Inland konsumieren. Und die Frage ist, lösen, und Herr Detmar, Sie haben das wunderbar beschrieben, nämlich wir haben große ökologische Probleme in unserer Konzentration, in unserer regionalen Konzentration von Tierhaltung in Deutschland. Das ist ein Riesenproblem. Nitratrichtlinie ist da sozusagen nur die Spitze des Eisberges, an dem man das wunderbar darstellen kann. Aber nochmal an dieser Stelle, wenn man auch über Handel redet, wir lösen diese regionale Konzentration nicht, indem wir sagen, jetzt drücken wir mal unsere Exporte runter, weil wir bräuchten doch eigentlich gar nicht in die große, weite Welt hinaus zu exportieren, sondern wir könnten doch einfach uns darauf beschränken und sagen, dann ernähren wir uns mal in Deutschland mit heimischen Produkten, mit in Deutschland hergestelltem Schweinefleisch. Damit haben wir aber noch längst nicht gelöst,
die Probleme, die wir in unserer regionalen Konzentration mit den extremen Nährstoffüberschüssen haben. Ich wollte an der Stelle wieder darauf zurückzukommen. Wenn wir ein Problem erkennen, müssen wir Instrumente schaffen und müssen wir uns Instrumente herausgreifen, die dieses Problem adressieren. Und hier mit einem Handelsstopp sozusagen drückt die Exporte so weit, bis wir in Deutschland Schweinefleisch für den eigenen Markt konsumieren und dann ist gut. Damit haben wir diese Nährstoffproblematik und die Konzentrationsproblematik überhaupt nicht gelöst. Also an der Stelle muss man immer aufpassen, klar, die Problem ist erkannt, aber doch nicht mit handelspolitischen Maßnahmen so etwas zu lösen, was wir beide, glaube ich, hier... Nicht nur, aber auch. Ja. Also man muss es zusammendenken. Ne? Ja. Also nicht ausklammern. Sie sind mir schon wieder im Modell drin, Herr Wahnsinn. Wir haben jetzt noch kurz Zeit für eine letzte Frage. Hier war noch eine. Ja, ich habe... Einfach reinsprechen, dann fängt es schon an, das zu geben. Ja, ich habe noch eine Frage. Mal von den vielfältigen inhaltlichen Sachen, die Sie jetzt auch versucht haben zu klären, abgesehen, mir liegt da noch was anderes im Magen. Wenn das eine technische Notwendigkeit ist, dass so ein wirklich wichtiger Vertrag mit seinen Inhalten geheim gehalten werden muss, wenn die Abgeordneten, die darüber abstimmen sollten im Bundestag, nicht mal lesen durften, was sie da abstimmen sollten, erweckt das nicht von vornherein den Eindruck, dass hier irgendwelche Schweinereien im wahrsten Sinne des Wortes durchgewunken werden sollten? Denn dass die Möglichkeit bestand, dass sich die Leute darüber erst mal informieren, worüber sie da ja oder nein abstimmen sollten, das mussten sie erst einfordern. Das hat ja deswegen auch so lange gedauert, ehe überhaupt was in die Öffentlichkeit geraten ist. Wie demokratisch ist denn das? Okay, das war jetzt die Frage, wie demokratisch das ist. Gut, also nochmal an der Stelle, es ist von vornherein geregelt worden, festgelegt worden, dass über das TTIP-Abkommen, also das Mandat ist vom Europäischen Parlament und von den jeweiligen Parlamenten der europäischen Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission gegeben worden. Die Europäische Kommission hat das Mandat zu verhandeln. Und während dieser Verhandlungsphase ist die Kommission nicht berichtspflichtig gegenüber dem EU-Parlament und den Parlamenten der einzelnen Länder. Am Ende muss allerdings über TTIP abgestimmt werden und nicht nur im Europäischen Parlament, sondern in den Parlamenten aller einzelnen, wir haben ja noch 28 Mitgliedstaaten, in jedem der jeweiligen Parlamente. Also es ist jetzt nicht so, dass hier sämtliche demokratischen Hebel abgeschafft worden sind, aber es ist ein demokratischer Prozess, dass das Verhandlungsmandat in der Europäischen Union, so ist das formuliert, an die Kommission übertragen wird. Die Kommission verhandelt und stellt das Ergebnis vor. Das ist sozusagen in diesen Verhandlungsrunden, ich habe gesagt, die Kommission hat gelernt aus dieser Diskussion in der Vergangenheit immer so gewesen, dass das Mandat bei der Kommission lag. Die Kommission hat überhaupt nicht darüber informiert, wie gerade der Stand der Dinge ist, über welche Kapitel gerade verhandelt wird. Über welche Kapitel verhandelt wird, ist bekannt gegeben worden, aber ist nicht über die Zwischenergebnisse informiert worden. Und dass hier die Demokratie sozusagen zu Grabe getragen wird, sehe ich an dieser Stelle nicht so, denn es gibt ja in jedem einzelnen Mitgliedstaat, EU-Mitgliedstaat, die Möglichkeit, dass ein Parlament diesen Vertrag ablehnt. Das ist sozusagen die Regel in einer parlamentarischen Demokratie, die sozusagen Souveränität von Mitgliedstaaten während der Verhandlungen an eine supranationale Einrichtung wie die EU-Kommission an dieser Stelle ist sozusagen die vereinbarten Grundsätze gewesen, in diesem und in anderen Abkommen und Verhandlungen auch. Aber ich glaube schon, dass es ein Defizit ist, Herr Wahnsinn. Ja. Wir haben ein Demokratiedefizit in Europa und an dieser Stelle wird das eklatant. Ja. Also natürlich, was die Wallonie gemacht hat, war doch die Notbremse des äußersten Falles. Ja, aber diese Prozesse, die da abgelaufen sind, und das haben wir in vielen anderen Bereichen auch, dass wir sozusagen dieses, wie Sie ja gerade erklärt haben, ein Delegationsprinzip haben,
ist eigentlich nicht zeitgemäß. Daran krankt Europa und daran krankt auch die Akzeptanz. Und da kann ich auch viele verstehen und ich diskutiere auch mit vielen Europaabgeordneten, die sich teilweise als Marionetten fühlen. Wir müssen dem Parlament gegenüber der Kommission doch ein ganz anderes Verhältnis zuordnen, wenn wir sozusagen demokratische Strukturen, wie wir sie hier im Rechtsstaat kennen, auch übertragen wollen und nicht einfach Entscheidungen delegieren an Beamte. Also das muss nachgebessert werden. Ich glaube, das ist ein gutes Lehrbeispiel, das wir jetzt gesehen haben. Wozu führt das? Mit der Notbremse Wallonie? Also das darf ja nicht zum Regelfall werden, dann sind wir ja auch irgendwie handlungsunfähig. Ja. Ne? So, also sowas muss es institutionelle Reformen geben. Und das hat der Präsident, Herr Juncker, leider nicht kapiert. Auch durch Brexit hat er nicht kapiert. Und ich weiß nicht, wie viele Länder dann jetzt noch irgendwelche Aktionen starten müssen, bis im Prinzip die Kommission oder die Kommissionsvertreter merken, dass wir hier ein demokratie-institutionelles Defizit haben. Das muss ausgeräumt werden. Also die Abgeordneten im Parlament würden das sofort gerne haben, aber momentan ist es leider nicht so. Ja. Okay. Ja, also Herr Detmer wird nächste Woche dann in Berlin genau dafür demonstrieren. Genau, am Freitag. Ich fahre mit dem Trecker hin, Sie können auch mitfahren mit ein paar Kollegen. Am Freitag, den 20. fahren wir um 8 Uhr in Rätzlingen los. Das liegt kurz vorm Drömling. Wer sich anschließen kann, der kann noch in Gentin noch zustoßen oder in Tongermünde an der Elbe und dann fahren wir schön nach Berlin. Ja, vielleicht möchte Herr Banse auch der Einladung noch folgen, zusammen mit Herrn Detmer. Das darf er nicht. Achso. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Vorträge und für die anschließende Diskussion. Maike hat noch eine kleine Aufmerksamkeit für den Weg nach Berlin. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Beiträge heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen und euch vielen Dank fürs Kommen. Es bleibt noch einen schönen Abend zu wünschen und das war nun die letzte Veranstaltung in diesem Durchgang, aber wir freuen uns dann auch im November 2017 wieder euch hier begrüßen zu dürfen zur Fortsetzung der Vorlesungsreihe. Super. Bis dahin. Tolle Initiative.